What? Und damit herzlich willkommen zum Let's Play Stream am diesen Tag mit Dark Souls und Alimani. Fail, fail, fail. Hallo. Die mal wieder rumfailt wie bescheuert. Sie wisst, Adio, wenn ich bin statt Dark Souls, aber naja. Ach, jetzt. Ah, da sie ist. Okay. Neuladen hilft manchmal. Na. Sup. So, beginnen wir also. Gar nicht gefällt heute. Nein, nein. Das heißt, du. Also, ich gehe erstmal runter gucken. Ja. Und hallo Bergi! Schönen guten Abend. Guten Morgen. Huch. Ach, das sage ich auch ständig. Guten Morgen. Windelin? Noch da? Ach, da. Ja, ich bin gerade. Ich lausche ihrer Stimme. So, Windelin hat gerade mit mir gesprochen, nicht Gwendolyn. Knien wir mal. Ich will auch knien, ich will auch knien. Hui. Bin ein bisschen skeptisch, aber ich werde mal ihrem Eid. Huch, Eid, Klinge des Finstermonds. Ich werde mal dem ganzen. Ja, sagen. Ich werde ihm auch ein Ja geben. Why not? Wow. Bisher hat es nicht geschadet. Jetzt bin ich da oben. Jetzt bin ich da oben ein. Sonnenwache. Jetzt bin ich eine Finstermondklinge. Irgendwelches Zeug bekommt gerade. Aber das ist sowas von. Und guten Morgen auch in diesem Chat. Andecken der Vergeltung geben. Nee. Es ist voll der Spoiler. Wieso beziehungsweise nicht? Die Andeutung zu Dark Souls 3. Alles. Ich habe zwei Andenken tatsächlich der Vergeltung dabei. Ich warte mal. Ich will mal gucken, was ich jetzt eigentlich bekommen habe. Hier, blauer Augapfel. Invasion der Welt eines schuldigen Spielers. Das heißt zum Strafen quasi. Aber wer macht denn sowas? Ja, wenn man die halt anzeigt in dem Sinne. Ja, dann kann man die ja nochmal revanchen, aber ach. Genau. Dann kümmern sich andere drumherum. Also das ist wahrscheinlich voll der PvP-Scheiß. Jo. So, und wir hatten jetzt noch bekommen den hier. Finstermondklingenring. Da meinst du, das wäre Spoiler. Ein Ring, der nur Finstermondklingen ausgehändigt wird. Antworte was, auf... Nein, das komplette Gedöns mit der Finstersonne. Ach, das alles? Ist halt, okay, na gut. Ja. Ja, Antworte auf Finstersonne Wendelins Beschwörung. Wendelin, der sich seiner gebrechlichen Erscheinung sehr wohl bewusst war, erschuf die Illusion einer Schwester, die ihm half, Anor-Londo zu bewachen. Also ist das ein Typ? Das war doch gerade eine Frau, die mit mir gesprochen hat. Ich, oh Wendelin. Ja, keine Ahnung. Bin ich blöd im Kopf? Nö. Okay, aber Gwendolyn ist halt nur ein Appelt, jedenfalls. Jetzt rubbeln wir hier mal rein. Ja, Guinevere, die ja oben sitzt, ja. Ist nur ein Abbild. Ja, wenn du die kaputt haust, dann macht er so einen Sound. Und dann wird... Warum gehst du schon rein? Ich dachte, das ist so kurz durch. Nein! Du hast doch gesagt, leg ein Zeichen, ich bin lebendig. Ach, Anni. Willkommen zum Let's Fail-Stream. Ach so. Ich gehe wieder, ne? Tschüss. Ich darf nicht gehen. Hä? Sie ist weg? Wieso? Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Na doch, ihre Magieattacken sind scheiße. Ich bin voll nach der letzten Woche. Moly! Die wirft ihr nur mit Deckern. Ja. Ach, vielleicht macht es nicht, weil, keine Ahnung, die Sachen. Die möchte gucken. Vielleicht hat sie irgendwann kein Mana mehr. Mhm. Mm-mm. Zwei Stunden später. Ja, das war's mit Let's Play Stream an diesem Tag. Willkommen, sehen uns wieder am Donnerstag. Hey, leuchte mal nicht. Muss ich hin? Oh, okay. Ja gut, ich glaube, das kann einfach ein paar Stunden dann dauern. Holy moly. Wieso geht das da durch?
Das ist voll unfair. Ausweichen, Annie. Ja, ausweichen ist das für... Au, Anfänger. Und tschüss, Zappelle. Schön, dass du dabei warst. Okay, das kleine Scheißzeug. Ich glaube, da verstecke ich mich dann doch lieber. Ich habe sie mal ausgetestet. Ich habe sie mal angestupst und... Ja, Die ist heftig. Und hallo, Feierdaifi. Boop. Falsche Richtung. Du Oh, meine Energie meinst, ist umgekippt. das funktioniert mit dem Hinlegen? Ich hoffe. Einfach mal Ich, testen. ist halt auch ein anderes Gebiet, ne? Ja, deswegen. Es öffnet sich ja danach. Oh, mein Stream buffert jetzt schon. Eieiei. Wo sind die Profi-Streams, wenn man sie gucken möchte? Ja, wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Keine Ahnung. Oder es funktioniert nicht. Oder es funktioniert nicht, ja. Menschlich ist er. Mist. Eieiei. Kann man hier nicht rufen? Anscheinend nicht. Wir sind doch verwöhnt. Wir müssen das zusammenspielen. Zusammensterben. Brauchst Bein. Ja, schade ist es, weil vielleicht hätte man es. Ja, trotzdem Smog und Ornstein hätte man ja auch trotzdem noch machen müssen. Oder man muss halt das Gebiet halt umwandeln, dass man halt nicht mehr Tageslicht Anolonde hat, sondern halt Dunkel Anolonde. Macht man das nicht, indem man sie bekämpft? Hier die andere, hier Genevieve macht das Sonnenlicht oder Ach Tageslicht. so, dann heißt, wir gehen sie lieber töten. Einfach mal ausprobieren. Wenn das Ja. geht. Geht nicht Koop, okay. Zapple gesagt Geht gerade, es einfach geht nicht. nicht Koop. Nee. Dann gehe geh ich nicht töten, dann müssen wir doch alleine rein. Ja, nee, dann. Wir wollten halt nur zeigen, dass es halt noch so einen Boss hier gibt. Ich habe eine Menschlichkeit geschluckt, ich will die nicht verlieren. Ich bin Nein, der doch. Meinung, wir können Komm, da ich nochmal will. rein. Komm. Tut. Komm, ich gehe nochmal rein und dann gucken wir mal. Vielleicht kriege ich ja auch mit einem Snack tot. Wäre Ja. schön. Wunschdenken? Naja. Ich hab's auch mein mega cooles Magieschild. Wo ist jetzt hin? Oh, ist das fies. Also ich glaube, man hat hier richtig Probleme, an seinen alten Scheiß wieder ranzukommen. Oh. Und wenn der Boss kaputt ist, kann man immer invaded werden. In ganz Anno Londo. Blöde Und Kuh, warum ey. buffert der Scheiß? Mist, ich glaube, das war's gleich für mich. Aber die Musik ist toll. Nein, das war ein Fehler. Das war voll der Fehler. Wow. Ja, und erster Versuch. Aber hey, gutes Drittel, Fünftel weggeschlagen. Da hat jemand einen Knopf gefunden, soll den drücken? Knopf. Ach Knopf. so. Jetzt hat mir nicht spielt jetzt auch schon das Spiel hier. Oh Don't press anything. Gott. Don't. Just don't. Ach so, ja stimmt. Oh nö, jetzt habe ich es echt nicht erreicht. Ach, die blöde Kuh, ey. Schneller, Annie, schneller. Das gibt's doch nicht. Echt? Die ist vom Schmetterling geklaut? Egal. Ja, aber ja, ist die gleiche Musik, stimmt. Er drückt. Wow! Nein! Mann! Noch einmal hätte ich schlagen müssen. Das ist doch so fies. Da hat jemand ein Ja, Tier gegeben, ein Subscribe. ja. Oh, hui! Vielen lieben Dank! Jetzt kannst du endlich ganz viele verrückte Leute hacken. Coolen Emote. Und bestimmt gibt's ab nächste Woche spätestens dann auch die coolen Abzeichen. Oh, shit. Die sehen bestimmt ganz cool aus. Ach, verdammt. Der. Der.
Du bist jetzt sowas von tot. Ach so, das, Wendelin ist der Sohn von Ben. Okay. Ja, jetzt spricht er männlich. Jetzt höre ich es raus. Und bis Holy. bei mir jemand subscriben kann, das dauert noch sehr lange. Sieg über Finstersonne. Was, du hast es geschafft? Boah. Ja. Also ich habe mir jetzt auch vor allem das Anti-Magie-Schild ausgerüstet, ne? Falls man getroffen wird oder so. Aber ich glaube, ich wurde gar nicht mehr getroffen, so wirklich schlimm. Hä? Hier ist ja noch einer. Was ist hier noch einer? Och Mann, da ist noch ein Trick. Noch ein Knopf? Noch ein Knopf. Du hast zwei Knöpfe. Boom, Blechklamotten. Oh, danke schön. Jetzt habe ich den dritten Monat. Nee, warte mal. Ja, ich glaube, mittlerweile, ey, ist es richtig cool. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Oh, danke schön. Ich verneige mich. Ach, warte. Falls du bei. Du bist ja bei mir auch drin, ne? Da, ich verneige mich. Kiste ist leer. Wieso ist die Kiste leer? Kiste ist leer. Wieso ist die Kiste leer? Was war denn das Magieschild? Sekunde. Wappenschild? Ja. Ja. So schnell bin ich nicht mehr. Also irgendwie gibt es hier noch ein. Ja, du kannst immer weiter irgendwelchen Leuten Geschenke machen. Du hast eindeutig zu viel Das Geld, ist, oder? also, wenn du Langeweile hast, ne? Naja, natürlich, hau zu. Also, mich stört das Definitiv. nicht. Ich finde es hier gerade voll hübsch. Ich meine, das ist doch das, die, wie die Fensterbank, wo Quenneville drauf lag und da sind jetzt Blümchen. Ach so. Okay, Blechrüstung und ich habe schon vergessen, was da drin war. Aber auch irgendwas Cooles. Es ist aber niemand da, glaube ich. Oh, stimmt irgendwie. Heute ist leer. Muss noch ein bisschen warten. Ich glaube, die kommen alle noch. Stimmt. Was ist los? Ich meine, überleg mal, sonst hatten wir in der Regel immer so 10 Leute. Ja. Also Eve, nur weil das blockt, sollst du es trotzdem nicht auskosten. Ja, Also auch das bei habe ich nicht den. gesehen, weil ich ein bisschen fett bin. Oh. Also auch bei den kleinen Dingern habe ich mich gerne immer versteckt bei denen hinterm Säulchen. Oh, ich kann einmal leveln. So, irgendwas, was noch nicht hübsch aussieht, das hier. Schöne Runde 20. Probleme muss man haben. Ja, ich glaube, den Boss werde ich dann doch ignorieren. Scheiß drauf. Das heißt, als nächstes ist eigentlich schon das Endgebiet dran. Das ist unten da, wo man das Herrscher-Sachen abgeben muss, ne? Genau. Okay. Genau. Ah nee, warte, bevor ich aber da hingehe, ich guck mal, wir müssen irgendwo noch den. Scheiß Kinder da draußen. Den Schmied haben. Och, kommt schon, Leute. Komm schon. Och, nee, ich lass den Gegner. Der hat keinen Bock auf Ja. die Glut. Was ist mit dem nicht richtig? Das Gemälde haben wir gemacht. Ich habe nur meinen Endboss am Leben gelassen, aber sie hat ihren getötet. Also. Aber wir sind beide durchgegangen. Also Bergi, wenn du noch genug zu vergeben hast, du kannst gerne auch mir direkt eine Donation machen. Ich spare aktuell immer noch für Upgrades, für PC, neues Headset. Ich brauche mal eine Tastatur, ich habe keine eigene. Kleiner Fun Fact am Rande. Hast du eigentlich? Ein Monitor, einen, wohlgemerkt. Auch noch, nur einen. Ja, also ich würde gern alles verbessern, deswegen spare ich gerade auf, ich weiß es halt nicht. Irgendwie alles. Ich glaube, ich muss immer eine gezielte Liste machen irgendwann. Ach Mensch. Ja, aber ich habe jetzt noch mal tatsächlich mir für ganz wenig Geld ein neues Motherboard besorgt.
ja, irgendwann mehr Arbeitsspeicher und dann ich nur die Spiele schön dazu spielen, dann kann ich auch mehr rausholen einfach. Weil ich glaube hier beim über PS4, da muss ich mal mit Strax reden, wie der das macht. Bei ihm sieht es ja echt sexy aus, ne? Wenn er da über PlayStation streamt. Der leider habe ich auf meinem Konto nichts mehr. Ich lade das mal wieder auf. Dann gerne. Oh, Bergi, ich lieb von dir. Ah, ja. Atari aus dem Frühstück. Wieso ist eigentlich der bei dir da und bei mir nicht? Was? Das letzte Mal bin ich auch einfach nur in den Schacht gefallen. Okay. Und kotzt. Ja, wenn er jetzt da ist, dann hau ich mir aber eine rein. Da, ich sag doch, der ist nicht da. Okay, interessant. Sag mal, ist das hier nicht irgendwie bei Izalit irgendwo in der Nähe? Das sieht so aus, ne? Wegen den ganzen Wurzeln. Oder generell auch wegen dem ringsherum. Wegen Wurzeln oder halt, wenn man sich umdreht, sind dann noch mehr Gefäße. Das ist auch sehr interessant. Holy moly, muss ich die auch noch alle voll kriegen? Nein. Doch. Das fällt halt nie auf. Nein. Immer wieder töten gehen. So, wo muss man jetzt was hinmalen? Hier schon? Oder? Ich kann mich erstmal hier Ach, du hast es hinsetzen. schon offen. Okay. Ich glaube. Ach nee, ist eigentlich egal. Oben habe ich ja eh schon so weit entfacht, dass ich 20 habe. Ach du Kacke. Ich kann das hier nicht hinlegen. Da laufen irgendwelche Viecher durch die Gegend. Seid ihr lieb? Ihr seid nur Schatten, oder? Du bist lebendig, okay. Warte mal, wieso bin ich? Nee, Kalamit haben wir noch nicht, den wollen wir auch nicht. Mich nicht lebendig gemacht, ich Idiot. Sieht echt cool aus. Ich glaube, im Grunde genommen sind das alles Viecher, die wir getötet haben. Nein, Ja. Quatsch. Das sind einfach nur irgendwelche Bestimmt. Seelen, die hier umherwandern. Irgendwelche Also, Höhlen. sieht gerade aus wie die Silberritter. Vor allem, wie ich da vorne einfach nur so Blutlachen gefunden habe. Hier ist noch nicht mal irgendwas los, einfach nur Blutlachen. Ja, Meinst du, hier PvP. kommen heute noch so circa 30 bis 40 Leute? Ah, nee, also ich glaube, Maximum waren immer so 15 bisher bei Dark Souls. Ja. Wieso sind die alle tot Ich glaube, hier? bevor ich das mache, sollte ich erstmal mein Dingsi auffüllen. Vielleicht sind einige auch an der Seite runtergefallen. Das kann auch sein. Mal gucken, was es da ist. Mal gucken, was da so ist. Pui. Moment, habe ich mein Zeichen nicht gerade hingelegt? Warum solltest du dein Zeichen hinlegen? Warum solltest du dein Zeichen hinlegen? Jetzt geht's. Weil du lebendig bist. Wieso ist jetzt eine Nebelwand da und mein Zeichen ist weg? Weil du invaded wirst. Na! Fick dich! Stirb! 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 Ich will hier nicht! Nein! Ich will nicht! Was? Das Ding kann man nicht auf. Achso, okay. Wer macht denn hier sowas? Welcher böse, kranke Mensch, ne? Voll, jetzt bin ich auch lebendig. Du blöder Wicht! Holy moly. Ich heile mich sogar. Ha! Jetzt wäre ich schon fast hier runtergefallen. Der hat High Ground. Nicht cool. Ich hab High Ground. Ha, das ist cool. Ich bin halt richtig unfair, einfach weil ich hier keinen Bock habe, invaded zu werden. Was soll denn das? Hui. Was? Was hat denn der für eine Reichweite? Ist ja wie eine Lanze. Nein. Puh. Ich habe gar nicht seinen Namen gelesen. Ein bisschen fies. Egal. Ach ja. So, wer war menschlich? Also, ich bin menschlich. Gut. Gut. Okay, also extremes PvP-Gebiet, dürfen wir das so nennen? Ja.
bei Dark Souls nicht remastered, bei den Rocket Beans haben die ja auch so ein ja, Knall durchgenommen gemacht halt mit dem Spiel. Edmund Denzel. Und da haben sie auch Tag der freien Schelle gemacht. Haben sie sich hingestellt und haben einfach gesammelt und PvP gemacht. Magst du Und mal haben die herkommen und Community. dein Zeichen schon mal legen? Du musst doch legen, du Ach Hammel! so. Stimmt. Ach, ich bin raus. Es ist Dienstag, kommt. Let's fail, Leute, let's fail! Andi kann nicht mehr denken. Oder handeln. Mich euch an. Du kannst da wenigstens reingehen, du wirst nicht invaded. Aha. Wer wurde Du denn bisher bist tot! invaded? Du bist tot, du Das Hammel! schaffen die trotzdem, das schaffen die. Warte mal ab. Nein! Die werden jetzt demnächst auch hüllen, nur weil es dieses Gebiet hier ist. Ich kenne das ja echt nicht, Nein! aber es ist so, wieso? Wieso tut man einem sowas an? Das erste Mal sollte immer etwas Besonderes sein. Invader! Ach ja. Ich muss noch ein bisschen Fashion Swords machen. So, hat gereicht. Aber ja, ist ja irre, wie heute irgendwie. Schlafen die alle? Anscheinend. Na gut. Schnitz. Hey. Da. Hoi. Piepst. Oh. Was ist das? Was ist Eigentlich das? müssen wir uns jetzt So, wann? Ewigkeiten lang einfach nur noch verbeugen. Ja, bis der nächste Invader kommt. Und die haben halt in der Richtung da, Invader, die Invades gemacht, also. Was? Ich glaube, die wurden sogar ordentlich verkloppt. Krass. Aber was ist denn ja eigentlich für eine Eiszeit langgezogen, dass die Dinger in die Richtung alle zeigen? Asche. Ein Sturm. Aschesturm, der kristallisiert ist. Oh, da kommt schon etwas. Bettenholz. Gut gemacht, Eve. Klatsch. Nur weil ich ihn so gut vorbearbeitet habe. Hahaha. Na, kann man hier Ja, hinten die werden noch jetzt. hochgehen? Hm. Aber hier ist nichts. Dann sind trotzdem schon mal Leute hier Nö. holen gebackt. Hier haben sie Nachrichten hingeschrieben. Weil sie alle sprengen können. Heiliger. Achtung, vor dir, Geheimnis. Toll, wir stehen jetzt auf dem Stimmt doch Baum. gar nicht. Ich fühle mich einfach wie der Held der Welt. Wie zwei Idioten, ey. Ja, man muss das auch genießen, wenn man hier im Endgame ist. Ich versuche mir auch gerade vorzustellen, wie das hier schnuppern könnte. Einfach nur Verbrannt. stinkig verbrannt, ja. Komm mal zu mir, komm mal zu mir, komm, dreh dich zu mir um. Schön. Was? Gut gemacht. Mir schon gedacht, dass es nicht reicht mit einem Schlag. Ja, die sind ein bisschen krasser drauf hier. Wieso muss eigentlich die Katze ausgerechnet sich jetzt vor mich hinlegen und pausen? Weil das deine Katze ist. Nach Blüten duftet das bestimmt. Oh ja. So nach Oh ja. Rapsfeldern oder sowas, garantiert. Also bis jetzt habe ich auch noch nicht wirklich Items gesehen, ne? Nee, hier hinten sah es auch nicht so aus. Man hört auch den Wind. Nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken. Okay, vielleicht auch nicht nach oben. Vorsicht! Ja. Wieso krieg ich kein Backstep hin eigentlich? Hast du deinen Schild unten? Ja. Extra Nein. losgelassen. Ja, du musst es länger unten halten. Ja, ich hab's da unten gelassen. Wow, ein Als er kam. Item. Und? Helm schwarzer Ritter, Rüstung schwarzer Ritter, Stülpen schwarzer Ritter, Gamaschen schwarzer Ritter. Wupp, Ich wupp. kann als schwarzer Ritter rumrennen. Ich glaube, dann verwirrst du die nur.
Ja. Ist das jetzt Kumpel? Ist das Bert? Bert, bist du das? Kralle. Im Bein. Wieso? Ah, mach doch mal deine süßen Katze. Sachen woanders. Ich müsste eigentlich Katzenvideos machen und auf YouTube berühmt werden. Ja, eventuell. Ich hab eine falsche Laufbahn eingeschlagen, glaube ich. Ja. Oh, da ist der nächste. Vielleicht fällt er auch einfach in den Abgrund. Oh, Mann. Wow. Naja, ich habe ihn immer vorbereitet und so. Ich mache dann diesen einen Schlag. Ich glaube, hier kann man aber gut bei Brocken da ist schon. Farmen. Ja, da ist schon der nächste. Droppt mit die jeder? Also, Mittel. Ich habe jetzt fast alle Farben nochmal bekommen von denen. Der wollte später sterben. Okay. Mhm. Oh, schwarze Ritterhellebarde. Nice. Ein blauer Bröcken. Also blau, rot, wahrscheinlich auch noch grüne, irgendwann mal weiß. Hier steht, versuch's mit Springen. Ja, genau. Und dann geht's dir bestimmt besser. Ja, krass, was? Was? Ja. Das ist das einfachste Level im Spiel. Ja. Abwehren. Okay. Achso, Anni, wir haben ein Problem. Wenn ich das mache, bin ich weg. Bist dann weg. Okay. Ja, okay. Ich meine, okay. Damit kann ich umgehen. Glaube ich. Du musst den alleine machen. Okay. Geht! Ach komm. Wo ist unser Joker? Er ist auch nicht so weit, wenn ich mir das vorstellen kann. Okay, weil, ja gut. Also als Mitspieler geht man nicht durch, aber als dann hat man halt New Game Plus, wenn man den besiegt hat. Okay. Können wir uns für einen entscheiden? Also wir können doch nochmal mit dir hier durchrennen. Nee, es ist okay. Aber dann spielst du nie das Spiel durch. Deswegen haben wir doch dann scheiße angemacht. Das mache ich dann alleine. Oder machen wir es bei mir. Gehen wir wieder zurück. Vor Anfang. Ja, ich schicke dich jetzt einfach zurück und dann... ja, dann hat Eve Brocken gefarmt und wir machen es bei mir. Okay. Genau. Ey, Holly, das wird eine halbe Stunde fertig, oder was? Tschüss. Tschüss. Tja. So, ich laufe jetzt zurück und leg mein Wappen dahin. In der Hoffnung, dass sich irgendein Arsch ankommt und meint, komm, ich muss dich töten. Ich spiele schon PlayStation Plus speichern. Stimmt, das ist noch eine gute Idee. Wartet mal. Ja. Ich unterbreche dir jetzt auch mal. Das kann man einfach unterbrechen. Es wird jetzt gerade nur. Das dauert nicht lange. Ach so, nee, es wird tatsächlich unterbrochen. Okay, schade, doch, man muss das Spiel dafür beenden. Übertragung unterbrochen. Und das nee, das wollt ihr nicht. Möchte ich dann auch nicht nehmen. Also dann ist ja egal, wir haben dann das eine Ende, dann könnt ihr alle bei Anni rüber gucken und meins füge ich dann irgendwann mal hinzu, wenn Geld. Wenn oder ich dann Anni im New Game Blast fertig bin. Bis Donnerstag! Ich sitze den ganzen Tag morgen. Also, ich kann helfen. Oh nein, Giant Daddy kommt. Sie kann nicht mehr helfen. Doch, doch, ich kann auch helfen. Ich muss nur gucken, wo der gleich ankommt. Obwohl, nee. Ach, na doch. Ah, nee. Das war jetzt blöd. Ich habe ja noch meine 20 Flakons. Naja, egal. Wo kommt denn Giant Daddy da? Giant Daddy ist ein Arsch. Ich würde doch ganz ehrlich nicht damit rechnen, dass die Leute hier freundlich sind. Einfach nein. Eigentlich ist das eine Gepflogenheit, dass man sich halt verneigt, aber naja. Bei also dem ich ist habe anscheinend gleich auf ihn draufgestochen, als er kam. Ich glaube, das ist sogar der gleiche, den ich auch hatte. Giant Daddy? Könnte sein, ich habe gar nicht auf den Namen geachtet, weil ich einen bisschen geraged habe. So. Ja, es ist aber halt, es ist nicht die Gepflogenheit. Wenn es schon ein PvP-Gebiet ist, dann sollte man schon ein bisschen Respekt haben. Aber naja. Na gut.
spiele das ja nicht wegen dem PvP. Wegen der Story. Bestimmt. Da Die hätten wir mal ist alle Items bestimmt vorlesen voll müssen. gut. Ja, Eigentlich schon. wir lesen jetzt einfach nur noch Items vor. Jetzt dauert jetzt noch eine Stunde oder so und dann, ne? Wisst ihr Bescheid? Riesenglut. Zur Waffenumwandlung erforderliche Glut. Eine riesige Glut von bester Qualität. Wird von Schmieden von Astora bearbeitet. Warte mal, Hör von auf! Astora? Fehlt uns irgendwie ein Schmied? Weiß ich nicht. Ich bin halt der Ich kenne die Meinung. Leute alle nicht mit. Ich kenne nur André. Okay. Der in der Gemeinde der Untoten, der Große, der Riese, dann halt der in den Katakomben. Irgendeiner fehlt bestimmt. Zauberglut. Ja, okay. Wer bist du jetzt da drinne? Wie sehe ich nix? Hier so irgendwo. Da so. Oh, schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Da, 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 da. Ofen der ersten Flammen. Ersten Flamme. Dafür Es muss ich gibt. drehen. Es gibt doch vier Schmiede, oder? Weiß ich nicht. Ich bin doch menschlich. Ah, das ist. Ich zweifle schon an mir jetzt. Das wird ja mal ein. Was ist mit der Musik nicht richtig außerdem? Das wird ja mal echt ein gutes Finale hier. So. Also muss ich halt in New Game Plus alle anderen Sachen noch machen. Mal gucken. Im Geistergebiet ist noch ein Schmied. Okay. Okay. Bestimmt. What? Ich meine, wir haben da auch kein weiteres Feuer gefunden. Ach, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich habe viel irgendwo liegen gelassen. Ich glaube, das ist aber gar nicht so schlimm. Warum? Wunderschön. Sie können es halt einfach, deswegen. Oh Oh nein! nein. Oh, die kenne ich, glaube ich, sogar. Der Mann? Ja. Wow! Nee. Und er guckt so von oben runter. Das sind zwei Leute, die auf einen Ritter schlagen. Facepalm. Gehen wir einfach weiter? Weiß noch nicht, wo er kommt. Sehe ihn noch Steht nicht. er oben irgendwo rum? Springt gleich auf uns Normalerweise. runter? Normalerweise nicht. Da hinten ist Anfang? er. Wo ist da hinten? Ah, der ist ja gar nicht rot. Der ist ja lila. Macht er jetzt? Abstand? Abschätzen? Beschnüffeln? Und jetzt? Warte mal, German, ist das nicht ein Zuschauer? Er hat auf jeden Weil Fall das eine war Sense, der. eine coole. Weil das war. Ist das ein Zuschauer? Ich weiß das, weil das ist der gleiche, den wir im DLC-Gebiet hatten. Okay, Eve, willst du? Also, So. wenn du wirklich ein Zuschauer bist, dann mach dich auf die Klatsche deines Lebens, bevor du fallst tot. Die Glatze, die du austeilen wirst, wohlgemerkt. Aber trotzdem, wieso ist er blau? Das könnte ein Eid sein. Okay. Die waren aber bisher alle rot. Da ist am Auge. Ich hab Rot-Blau-Schwäche. Was Keiner macht schlägt ihr da zu. eigentlich? Tanzen. Ach. Er will einen Repost dingsen. Aua. Oh! Hat ihn Reichweite. Ich glaube, deswegen ist Ja. Sense most cool. Ja. Ach, Ich hoffe, Mensch. er ist so toll, dass er sagt, dass dass ich Dass wegmacht. er nicht gegen den Dass Host er. kämpft. Ja, weil das hat er letztens auch gesagt. Ich töte keine Hosts. War er das? War Ja. sowas? Ich bin mir sicher, dass es
So war ich. Ich weiß aber leider nicht mehr, welcher. Ich habe halt echt Namensschwierigkeiten, ne? Muss man ja Ja. dazu mal sagen. Ich nicht unbedingt, aber es war halt nur einmal und ich weiß auf jeden Fall, ich kann mich daran erinnern, German, und der hat dann auch selbst noch, also oder sie, es, weiß ich ja nicht, hat dann halt noch geschrieben, ich töte keine Hosts. Ich habe Angst. Was ist jetzt los hier? Geht er jetzt oder? Hat Weiß ich nicht. er sich hier umgezogen? Er sieht jetzt genauso stylisch aus wie ich. Das finde ich nicht okay. Wollen wir jetzt noch kämpfen oder nicht? Er hat so eine Sorry-Maske geschmissen, aber hat er sich geheilt? Ach, ich kann das nicht sehen, mein Balken. Ich glaube, er hat sich Oh. geheilt. Okay, dann kämpfe ich noch eine Runde. Ich meine, wir haben ja eh nichts Besseres zu tun hier. Okay. Das mit dem Blau ist, wenn man Sünder ist, also NPC besiegt hat, worunter auch der erst sie zählte. Also, ja, du darfst ihn töten. Ja, na Er gut, berührt sie okay. nicht. Ja, hab ich gerade auch gedacht. Ich krieg nicht mal einen Backstep hin. Ah, nein, nicht töten. Nicht töten. Er wartet. Es ist Fire Delphi, Delphi. Ich Ach wusste es. so, okay. Bei German kam mir halt nicht bekannt vor. Ja. Ich war. Also Aber kannst cool. hochlaufen zum Feuer Danke. und. Ja. Entschuldigung, dass wir dich jetzt geschlagen haben, aber. Das war jetzt verwirrend. Ja. Deswegen stand er auch gerade, weil, ja. Aber krass. Aber doch, du hattest uns schon mal erwischt, ne? Genau, das war ein DLC. Da haben wir auch einen super tollen Fight auf dem Dach gemacht. Und dann bin ich gestorben. Ja. Nicht auf dem Dach, irgendwo. Na, Ich da wollte auf. auf den Stufen quasi. Ja, weil ich wollte nicht runter zu der Kiste, die nicht mehr da war, die er nur noch da festgepackt hatte. Weil ich dachte, du greifst mich unterwegs an auf dem schmalen Grat. Genau. Dann hast du mich ähnlich besiegt. So war das. Ach ja, nee, ich will mir auch unbedingt die Sense noch im New Game Plus holen. Also ich werde mal gucken, wie es mit den Errungenschaften aussieht, wie es mit den ganzen Items aussieht. Ich habe mich da ordentlich belesen bei Wikipedia. Mir vor allem immer die ganzen Stories dazu Gemüte tun. Ja. Und ob ich kann dir helfen, das ist nicht das Ding. Würde ich auch gerne, so gerne. Aber das Problem ist halt, ich mache dir deine Bossgegner relativ schwerer, weil mal 2 oder mal 0,5. Ja, sicher. Aber es ist trotzdem Und einfacher, manchmal gegen zwei zu kämpfen, alleine schon, weil man jemanden hat, der einen ablenken kann. Und ob man da jetzt NPC nimmt oder Kumpan. ja, das ist relativ. So, dann ist wenigstens ganz cool, dass du dabei bist, dann ist wenigstens ein Platz besetzt. Also wenn jetzt noch ein Invader kommt. Dann Naja. hat er ganz schön gelitten, weil wieder zu dritt auf den Einbrück. Ja, ich glaube, ja doch, Wie sieht denn ich das glaube, aus? dass. Also, wenn man als Invader, kann man dann gegen Invader kämpfen? Bin ich auch gerade überlegen. Ich glaube sogar. Nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Also ich habe es nicht erlebt. Oder? Doch, ich habe es erlebt. Das war bei Bloodborne. Nee, Quatsch. Dark Souls 3 war das. Okay. Hä? Was bist du denn? Tach Post, was soll das denn? Was bist du denn hier für ein Krebs? Hast du den bei mir auch kaputt gemacht? Vorsicht hinter dir. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Oh, Mann, du. Yves, was ist mit deinen Backsteps los? Ich darf Menschlichkeit. nicht richtig. Ach, das ist doch, das Ding hatte ich doch schon mal. Das hatte mir, glaube ich, Ravi erklärt. Das Ding hatte ich nämlich bei dem Schmied einmal erwischt. So, was wollt ihr jetzt eigentlich hier Achso. Tachpost haben hier? ganz kurz noch Bergi einschieben. Habt ihr eigentlich ein Game, was ihr beide mal spielen wollt, aber noch nicht habt? Rein aus Interesse, oha. Dark Souls 2 vor Für die PlayStation, versteht sich. Och, Eve, verschluck dich doch nicht immer. Und hallo Asterix. Thrax. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht erlebt hat. Worum ging es? Was? Was? Tachpost? Ist irgendein uralter Werbeslogan von der Post? Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Haben die dann nicht alle dann das alles, also wirklich alle rumgeschrien? Ja, kann sein. Tachpost, Tachpost. Ja, Hab genau keine so Ahnung. stelle ich mir das gerade vor. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab seit Ewigkeiten keine Werbung mehr geguckt. Thrax, wir spielen heute Dark Souls durch. Ganz bestimmt. Naja. Außer ich fahre jetzt runter. Dann ist es für heute gelaufen. DS3 hat sie ja. DS2 ist auch im Angebot, deswegen. Dafür braucht man Geld.
Ja, was Anni ja nicht hat. Ja, nee, Bei DS2 ist auch irgendwann. von 20 auf 10 runtergesetzt, deswegen. Zumindest war es das vor ein paar Wochen. Man kann das durchspielen. Ja, ich weiß. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich glaube, wir schaffen es heute. Ich laufe hier weiter. Aber ich glaube, du musst hier Nein, weiter weg. nein, Entschuldigung, Entschuldigung, Sonst Entschuldigung, verprügeln wir Entschuldigung, dich ich noch hab. richtig hart. Ja, ich hab. Du weißt ja, wie das mit den Anvisieren ist. Ich hab das. Ich bin einfach hinten Boah! aufgelaufen. Bams. Nein! Was? Tut mir leid! Was? Da. Ich glaube, er Er wollte ist in sterben. meiner Attacke. Ich guck ganz ehrlich, wir sind hier gleich raus und ja. Er ist in meine Attacke reingerannt. Hallo, bei Dark Souls 3 bin ich dabei. Okay. Gut, machen wir. Der Stani. Ja, wir müssen aber erstmal den zweiten spielen, glaube ich. Bevor wir zum dritten Oh kommen. Gott, das kann Jahre dauern. Tja, ich bin zu doof, wo man sowas holt. Also für PS4. Ich glaube, das. Oh, ich glaube, das geht gar nicht, oder? Dass man da Geschenke macht? Doch, aber dafür braucht man einen PS4-Account oder müsst ihr befreundet sein und dann sieht man die Freundschaftsliste und dann kann man irgendwie von da auf die Wunschliste kommen und von da kann man das dann halt kaufen. Es ist mega kompliziert und geht nur auf der Internetseite. Holy Also, moly. ja. Also eher nicht so. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach durch den Nebel und gucken, was Jupp. passiert. Ansonsten halt noch für Steam, aber das ist PC. Ich bin kein PC. Oh mein Gott, die Dark Musik Souls ist voll Fan. cool! Mega traurig auch. Mega Schaden. Tot. Und Yves so, ich bin voll nützlich. Ich habe nicht gesagt, dass der Kampf einfach ist. You don't crap me. Nee. Oh, ich hatte wirklich mit den Felsen gerechnet. Felsenfest. Ich mache Nee, halt echt Gwen nicht ist ein viel bisschen. Schaden. Ja, Gwen ist ein bisschen. Pisst. Das auch. Oh. Ja, das Tanz war's. der Aschefürst. Okay, dass wir den Endboss jetzt nicht auf First Try legen, habe ich mir schon fast gedacht. Ja, und deswegen habe ich mir gesagt, okay, dann machen wir das lieber für Anni, weil für mich lohnt sich das einfach nicht. Also. Dann Anni das alleine machen zu lassen, das meinte ich. Okay. Das mit lohnt sich nicht. Gut, also ich hoffe, ich habe genug Sehen dabei. Das fühlt sich noch einfacher an als Artorias hier. Das wird jetzt keinen ganzen Tag dauern. Wenn nicht, ich habe 41 Mächtigkeit, ich kann dich auch noch richtig vollstopfen damit, also. Dann fühle ich mich am Ende wie so eine Menschlichkeit. Lass mal. Was passiert, wenn man mit zu viel Menschlichkeit vollgeworfen wird, glaube ich? Wenn man es übertreibt. So, gleich hier am So, damit das auch Anfang. funktioniert jetzt. Oh, ich habe noch Kaffee drin. Ich habe einfach nur Tee getrunken, aber es fühlt sich genauso an. Oh mein Gott, Bergi, ey, du übertreibst es heute. Holy moly. Also ich finde, Eieieiei. irgendwie, du hast dir irgendwie was verdient hier langsam mal. Vielen Dank. Ja, du wolltest doch sowieso Abzeichen machen, ne? Ich wollte ja sowieso Abzeichen machen. Ich mache morgen tatsächlich Abzeichen für die ganzen coolen. Also Subscription halt. Also generell gibt's eins für, wenn man. Oh, nein. Lauf! 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 Fuck. Lauf! Lauf! Es ist so Nein, ein Giant Daddy! Daddy. Oh Komm, Mann. wir prügeln bald gemeinsam auf ihn ein. Ich dachte, wir laufen einfach. Ich habe jetzt noch den. Nein! Ich hab jetzt noch den Black Knight geholt. Er wird uns helfen. Nein, wird er nicht, weil der ist noch gegen uns, weil Giant Daddy den nicht hat. Anni! Mach was! Leg ihn doch mal! Ah! Nein! Nicht immer noch! Anni, was hast du getan?
Ich wollte auch einen fairen Kampf. Ja, natürlich, der ist gegen uns. Naja, 2 gegen 2 ist doch nur fair. Mano, Ja, du Anni. Wichser! Ja, Anni. Ich war hier voll beschäftigt, ja? Ah, shit. Ah! Jetzt ist er wenigstens hinter dir her. Mann! Lass mich! Gut gemacht, Eve! Schön Reicht zwar nicht, ausgekostet. aber. Was? Nein! Nein! Ach, komm schon! Los, Eve, gleich hinten rein! Ja, ich hab ihn Ja! getötet! Ich hab ihn getötet! I am the giant Daddy Slayer! Holy moly, ey, jetzt haben wir es richtig übertrieben gerade. Der kommt Oh noch mal. Gott, Bergi, ey. Danke, irre, wirklich. Fucking Riesen-Support. Ja. So. Erstmal Muss noch ein mich Schluck erstmal und noch ein Schluck und. heiß herkommen. Was ein Wichser, ey. Und dann holst du noch den Black Knight. Der Wahnsinn wird groß geschrieben bei mir. Ja. Mehr Menschen, bitte. Ich hab deine Krass. Menschlichkeit wegfliegen sehen. Nein, 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 nein. Zappelach, wechsel doch mal schnell auf ihren Kanal, dann kriegst du auch noch einen Sub. Und Fire Delphi, du auch noch. Ach, Delphi meine ich. Ach, Entschuldigung. Schwert des Drachentöters. Oh, das hört sich echt gut an. Hier ist doch ein Chris, du auch bist schon. Chris. Und hallo Chris. Chris, du machst das doch selber immer. Schön, dass du noch da bist. Oder eingeschaltet hast hier. Kommst du Dark Souls? Ey, mal langsam hier. Ja, Yves, keine Werbung. Oh Oh, krass. nein. Warte mal, da bringt es auch nichts, wenn wir reden, ne? Nee. Mit ihm. Ach. Ja, aber ich finde es schon schön, Na, dass er bin alleine ich. immer den Chat mit offen hat. Das ist auch mal was wert. Ja. Ja, da ist er schon. Boah, ich mag das echt nicht mit ihm hier kämpfen. Ja! Guck Läuft mal. doch. So einmal. Und ich noch so hinterher und dann. Oh, doch nicht. Ich drehe ihr nie wieder meinen Rücken zu. Warte mal. Schön auf der Kante. Ich wäre fast runter, fast leicht runtergefallen. Ich hab gerade eine Nachricht an Chris. Weil er kann ja eh nicht mithören, also. Na, ich glaube, Oh, manchmal hört er schade. so ein, zwei Wörter oder sowas tatsächlich. Und dazu, Chris, wir hassen dich. Was? Nein! Ah! Nein, Quatsch, Quatsch. Scheiße, das hat er jetzt gehört. Verdammt. Dann hat sie dazwischen gebuffert und irgendwie kam am Ende eh raus, irgendwie willst du mich heiraten oder sowas. Also was? Wann Ja. haben wir diese Wörter benutzt? Wie bei deinem einen Streamer, der jetzt verboten hat mit sich selbst. Nee, Quatsch. Der ein Verbot an seine Spielerliste reingegeben hat, dass er nicht mehr mit Frauen zocken möchte. What? Ist Weil ihm zu der. anstrengend oder was? Nee, das ist nicht zu anstrengend, das ist eher von wegen, die nutzen das aus. Er ist verheiratet, hat ein Kind, oder Kinder, keine Ahnung, Mehrzahl. Und er kann das halt nicht leiden, wenn die Frauen halt normale Fragen stellen. Er antwortet auch normal. Bist du noch da? Ja, ich warte nur, bis du fertig bist, weil ich hier noch Achso, nein, ich hab. ID GRF 0518 schönen guten Abend begrüßen wollte. Wird. Ach da! Hallo! Ja, hallo auch an dich! Nee, und die stellen halt normale Fragen, er antwortet auch ganz normal und dann schnippeln die Videos, also den Stream so zusammen, dass halt irgendwie so ganz komisches Flirtgedöns rauskommt, dass er halt mit den Mädels flirtet und wollen das halt der Frau schicken. Und das will er halt einfach partout What vermeiden. the hell? Ja, wo ich mir denke, warum? Nee. Also sowas braucht wirklich, glaube ich, keiner. Also ich Nee. kann auch solche Frauen, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann Frauen sowieso Ja. nicht nachvollziehen. Abgesehen davon. Nee. So, auf ein neues. Runde Nummer Ja. zwei. Manche Leute sind geil auf Drama. Oh ja, das stimmt. Oh ja. Ich hätte mich vielleicht vorher heilen sollen. Mhm.
Oh, du. Da, doch wie Artorias. Ich sag nichts mehr. Der kommt gleich auf einen zugestürmt. Was ist das für eine Attacke, bitte? Hast du auch schon? Haha, mein Schild. Guckt es euch an. Ich muss sagen, die Musik erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy, ja? Okay. Also jetzt an neuen Teil, weil ich den gerade so ein bisschen aktuell zocke. Ich lenke ihn ab und IV drauf. Das ist wieder unsere Artorias-Taktik hier so ein bisschen. Ich heile mich auch mal eine Runde. Hat er irgendwas vor? Ich hoffe nicht. Aber irgendwie macht er gerade nichts. Ich hätte nichts sagen dürfen. Ach, guck mal, wie viel Schall. Oi. Der wird ja auch immer schwächer. Komm, den schaffen wir. Ja. Oh. Nein. Na komm, Ali. Nicht sterben. Ja. Ja. Oh. So, ab zu Annie. Bei ihr passiert jetzt alles. Holy moly, er ist tot. Er ist erloschen. Ich habe die Seele von Ja. Asche fürs Queen und Eve ist weg. Eieiei, okay. Muss ich mal eben ganz kurz hier nachlesen. Didalit. I don't give a fuck. Lalalala, was? Aber so sind nicht alle Frauen, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich zum Beispiel kann mit Drama nicht umgehen. Ich kann mich nicht streiten. Ich krieg das nicht hin. Höchstens, welches Spiel soll ich als nächstes spielen? Ich kann mich nicht entscheiden. Verdammt, ich muss neu aufladen. Lauf dich weg gleich wieder. Da geht's weiter. Oh nein, Bergi hat gerade das Ende verpasst. Hoffentlich nicht. Danke, Bot. Viele meiner Stalkerinnen hat sich auch heute Nacht wieder. Was? Gemeldet. Oha, herrje. Es gibt echt Stalkerinnen? Ich habe jetzt nur als Beispiel den einen Streamer genannt. Natürlich gibt es eventuell auch männliche Stalker, die das machen bei Frauen oder sowas. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe Doch, mit gibt's sowas tatsächlich. nicht. Also, ich kenne schon Geschichten von männlichen Stalkern, schon mal am Rande. Ja, okay. Ich verbinde mal das Leuchtfeuer. Neuer Ausdruck. Jetzt weiß ich auch, warum ich Eve nicht mehr helfen kann. Ach so, Frauen sind schrecklich. Oder Menschen im Generellen. So Menschen sind schrecklich. Es ist vorbei. Jetzt bist du der neue Fürst. Das Band des Feuers noch bekommen. Ach Mann. Ach So, das ist Chris. das erste Durchspielen. Beim nächsten Durchspielen kannst du dich anders entscheiden. Okay. Da heirate ich Fürst Quinn. Nee, warte, ich heirate Quinne wer? Ja, ein Ach Erscheinungsbild. Gut Mann. gemacht, Anni. So, sag was zum Spiel. Wie findest du es? Krass, also. Ich meine, es hat ja schon wirklich, es hat eine Hassliebe, wirklich eine tiefe Hassliebe in mir hervorgerufen, mit der ich noch nie irgendwie konfrontiert wurde. Krass. Nee, ich finde es echt gut. Also ich habe es ja damals echt gern auch alleine so gespielt, aber zusammen auf jeden Fall macht es viel mehr Spaß. Danke dir, Eve. Immer gerne. Ja, es ist einfach voll die schöne Musik jetzt auch. Ja. Was muss ich denn doch mit Männern nicht spielen? Du meinst, du hast dann Angst, dass du Männerstalker bekommst als Mann? Oder mal Fire Dave, ich weiß gar nicht, bist du männlich oder weiblich? Das tut mir leid, das weiß ich gerade nicht. Dabei bin ich noch verheiratet und habe eine Freundin. Also so ein Weder noch. Warte mal. Du bist nicht verheiratet, aber hast eine Freundin, okay. Ja, aber ganz ehrlich, ich sag dir mal einen Spruch, den ich mit 16 Jahren gehört bekommen habe.
So ein Mann ist, oh nein, verdammt, nein! Es ist ein Hindernis. Oh, ich kann nicht reden, wenn ich Musik so laut drauf hab. Es ist ein Grund, aber kein Hindernis. So rum, ne? Ja. Also, was soll's quasi? Es gibt wirklich Frauen bzw. Männer, denen ist das egal, ob Ja. die jemanden haben oder so. Die, es ist so, nee, du hast es bitte nur noch Augen für mich zu haben und diesen ein bisschen Banane in der Birne, ganz ehrlich. Ja, leider. Ich habe auch so eine Arbeitskollegin gehabt, die ist irgendwo hingegangen und man hat den Ring halt an seiner Hand gesehen und die ist halt voll auf den drauf gesprungen. Also das, anders, da konnte man es nicht beschreiben. Also so habe ich es erzählt bekommen. Und es war einfach heftig und er hat auch gemeint, nee, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Und sie hat halt weiter geflirtet, weil sie fand ihn schön. Und ich finde, ja, okay, man darf halt, schöne Männer kann man halt Komplimenten machen, so ist es nicht. Aber es ist halt, jedem das Seine, sage ich da nur. Man, entweder, also es gehören bei solchen Sachen immer zwei dazu. Also entweder der Mann kann es halt sagen, okay, jetzt ist Schluss, oder macht halt mit. Außer das sind so kranke Stalker-Frauen, die dann eh nicht wissen, wann ein Schluss ist. Also, oder Stalker-Männer. Ja, Stalker sind nur für Verheiratete ein Problem? Nee, ich Nein, glaube natürlich nicht. nicht. Nein, das ist im Generellen gemeint. Das ist auch für Alleinlebende Also es ging jetzt gerade nicht um natürlich sehr Stalker. Ich glaube, schlimm. das, was ich meinte, war jetzt auch generell einfach nur Leute, die auf andere stehen und denen da an die Wäsche wollen. Das müssen nicht Ja. mal Stalker sein. Das kann wirklich auch normale Freunde sein, mit denen kann man sich normal treffen, die sind trotzdem scharf auf einen, sowas. Aber Ja. Stalker sind nochmal eh noch ein Problem für sich. Ja. Also die sind ja, also, Also, boah, die sind die nochmal sind. richtig ein Kantenschärfer. Ja, die packen halt fünf Schippen noch drauf auf diese Flirterei und das ist krass. Also, solche Menschen braucht man einfach nicht. Das ist schrecklich. Ich bin auch Aber ehrlich es. froh, ich habe wirklich noch nie direkt ein Stalker-Problem gehabt. Also nicht, was mich jetzt betroffen hat, aber ich kenne es halt schon mit. Also, ja, es ist nicht einfach. Wie Aber. schön, ich stehe irgendwo im weißen Raum und bei dir laufen die Credits. Super toll. Ich würde dir gerne helfen, Eve, dass bei dir auch jetzt die Credits laufen, aber naja. Du Ja, kannst doch nee, dich wir nochmal wollen mit halt bei dir der. gucken. Ja, gut, aber du kannst dir ja nochmal Dings vornehmen, oder? Ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch laufen. Ach, nee. Nee. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es ein Typ ist. Also hier der Sohn von Wendelin. Gwen, also Gwendolyn, ja. Oh. Also mit den Namen waren sie ja richtig kreativ. Das ist Gwen. Nee, Ja, und dann das gibt's ist Gwendolyn, der Guinevere Sohn von Gwen, der Bruder von Gwendolyn und wer weiß. Nein, du sprichst. Es gibt Quinn, der Feuerfürst, der Aschefürst. Dann gibt's Genau. Guinevere, die Sonnenkönigin oder Sonnentochter. Und dann gibt's halt Wendelin. Also. Ja. Lila Moosklumpen mit Blume. Ach so. Man kann denen nicht sagen, dass sie scheiße sind. Nee, eigentlich, ich glaube, das ist echt hart. Das verstehen die nicht. Yes, Fergie, du bist wieder da. Sign Yay, du hast granted. das, die haben schon verpasst. In einer halben Stunde geht's weiter. Ja, ich glaube, in einer halben Stunde gibt's keinen Stream mehr. And in this Ja, land. den Bossfight und die Credit. Ja, also. Es lief echt gar nicht so schlecht und da bin ich in Flammen aufgegangen und dann kamen die Credits. Also es ist klar, warum ich tot bin, ne? Ach Mann, ey. Warum es ein Und New vor Game Plus allem ist. Shrex auch gleich. Ach Mann, da geht man nur kurz AFK auf dem Grafikthron. Sorry. Oh Mann, es tut mir so leid. Ich hab wirklich überlegt so, ah, warten wir noch kurz? Na, der ist bestimmt gleich wieder da. Das dauert ja noch eine Weile. Das, was man jetzt machen könnte, ist, du spielst bis zum Taurus Demon jetzt durch, ganz schnell. Was fucking schwer sein wird bei dir. Und dann kann ich dir bei den Gargoyles wieder helfen. Solche Überbrückung. Ja, ne? Also Dann treffen vielleicht wir uns machen bei wir den es auch. Gargoyles. Ja, vielleicht machen wir es einfach so. Ach, guck mal, du kannst einfach dir das Highlight angucken. Ich werde es natürlich schön machen. Richtig schön highlighten. Gleich nach dem Stream. Kann man auch so gucken. Bevor ich es gehighlightet habe. Ich habe den High geleitet, ja. Oh Gott. Ah, ich bin im New Game Plus. So. Ist das gerade eine Post-Credit-Scene? Nein, das ist die Anfangsszene. Deswegen labere ich auch die ganze Zeit richtig Käst drüber. Ja. Kerkerzellenschlüssel. So. Steintrache? Irgendwie Ach so so, traurig. es ist da. Nein! Ich traue es ein. Ich bin wirklich nur kurz in Flammen aufgegangen. Das sah echt nicht gesund aus, aber das war echt nicht viel. Und das, die Sache ist die, man kann das ja noch jetzt nochmal durchspielen, also ich kann das nochmal durchspielen. Und danach ist das Ende wohl auch anders, meinte Eve gerade noch.
Also, kann sich halt anders entscheiden. Man kann. Ach, wie war das? Entweder man zündet's an oder man geht. Ich hatte auch gerade eben schon überlegt, ob ich nicht erstmal nach hinten gucke. Hätte man machen sollen, weil nämlich das Nebelgeld weg gewesen. Und wieder habe ich es Also. verkackert. Genau Also, wie bei so. Bloodborne. Sorry. Nee, bei Blackpool hast du dich so entschieden, wie du wolltest. Das war in Ordnung. Aber es gibt halt diese zwei Enden. Entweder du nimmst das Erbe des Aschefürsten an und verglühst, oder du machst halt was anderes und entscheidest dich dagegen. Und das sind halt die zwei Trophäen. Ja, toll. Ja. Nee, dann werde ich das tatsächlich nochmal irgendwie versuchen, so weit durchzuspielen. Wenn ich es irgendwann so weit habe, dann streame ich einfach das Ende nochmal. Da wird mir bestimmt nochmal jemand helfen. Natürlich. Oder seid Ja. dabei, dann entscheide ich mich anders und zünde das nicht, sondern gehe. Wenn ich irgendwann mal so weit bin. Also wenn wir Andi so Na, weit oder ich. gebracht haben, Genau. dass wir das Nee, machen. warte, pass auf. Ich gehe nochmal bis zu dir, helfe dir einfach bei deinem Ende. Fertig. Ich sollte vielleicht mal leveln. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich glaube, ja, eigentlich schon. Ja, Wieso kann weil ich sich nicht das Spiel halt aufleveln? dreht. Kannst du nicht? Nein. Ich kann Oh. verlassen, Zauberei einstimmen. Meine bodenlose Kiste. Mal gucken. Ich habe doch bestimmt. Ja, ich habe alles drin. Und ich habe ja mal ganz. Ja, relativ am Anfang einiges bekommen, ne? Wo ist es hin? Hatte ich es noch? Hier, guckt euch das an. 99 Seelen bedeutender Held. Das gab's irgendwann mal von irgendwem geschenkt. Ich weiß nicht mehr wem. Aber ich kann mir gerade echt nicht vorstellen, dass sie das legal erfarmt haben. Okay. Weiß ich nicht. Weil, ach so, hat man das von mir gehört? Ja, hat man. Entschuldigung. Wieso finde ich gerade den Weg nicht? Anfangsgebiet, ich komme mir schon nicht klar. Was meinst du damit, Zappele? Für das Gehen, was Gehenende sollte man aber noch was anderes machen, damit es Sinn ergibt. Ja. Ich lege mich jetzt ins Bett und weine. Oh Nein, das mache ich nein! doch sonst schon immer. Nein! Das macht Anni wirklich jeden Tag. Also ganz ehrlich, meine Festplatte, also meine externe, ist tatsächlich gestorben. Womit auch die Thumbnails sich ein bisschen verändert haben. Also ich habe jetzt tatsächlich neue für die Sachen und so bekommen. Ich wollte eigentlich voll cool auf ihn draufspringen, aber es ging irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Gehen Ende sollte dann aber noch was anderes machen, damit es Sinn ergibt. Was muss man denn da machen? Ew. Wenn ich fragen darf. Ich Ich glaube, glaube, der. jetzt sind Spoiler egal. Also hier für dieses Spiel, ich glaube, die Spoilergrenze ist jetzt eigentlich komplett weg, weil wir haben ja das Spiel an sich jetzt. Oh, ach ja, stimmt, der ist auch noch da. Er sieht so böse im Deswegen. Gesicht Haut aus. raus! Ew, meine Füße, nicht draufhauen. Aber keine anderen Game-Spoilern, das ist Kacke. Nur. So, nochmal um zu zeigen, dass mein Speer auch was kann. Ach Mann. Nee, Bergi, wirklich für dich. Ich spiel's nochmal durch auf New Game Plus und zeig dir das andere Ende, ganz ehrlich. Ah, okay. Also nicht heute. Ich denke, das ist okay, wenn ich das vertage. Für deinen Run, wenn wir das dann halt so machen, wir werden das Herrschergefäß dann nicht Trump geben? Trump? Trump oder Trump? Trump. Trump? Wieso Trump? Trump. Ich will Trump Nein, nichts geben. Tramp. Das heißt Tramp, glaube ich. Also dieses komische Peniswesen. Penis-Ding. Genau. Das geben da. Geben wir, wenn wir das Herrschergefäß dann haben bei dir, geben wir das dem nicht und geben zu den Four Kings. Bis dahin. Und dann gucken wir, was passiert. Vielleicht gibt es dann noch mehr Anweisungen danach. Und dann geht's weiter. Okay, Also ich das heißt, denke ich nicht, kann dass im wir Prinzip das. alle besiegen, bis auf die vier Könige, so wie wir es jetzt Nee, bisher gemacht du haben, gehst oder? bis in die vier Könige. Du gehst zu den vier Königen und besiegst dann. Oder. Zappele, wie meinst du das mit den, halt diesen kompletten Run mit Izalith, was war da noch? Seth? Also halt Zeth? die. Doch, Seth. Fürst? Achso, das muss Seth? ja das auslösen hier. Vielleicht mal. Seth? Wer war denn da noch? Seth, also der Drache, den hatten wir zuerst gemacht. Ja.
Dann war da Izzalit, die Four Kings. Was waren der vierte nochmal? Was noch Das, nicht? nee, die Four Kings waren schon der vierte. Nein, ich meinte, ich habe drei Fürsten aufgezählt. Es sind vier Fürsten. Ja, aber ich meine jetzt von der Reihenfolge, die wir gemacht Ah. hatten. Wer hat denn da jetzt gefehlt? Wer war das noch? Wer war der vierte Fürst? Wir sind voll gut dabei, oder? Ich lasse ihn hier schon mal labern. Also nur die Four Kings besiegen, dann passiert was. Aber das gefällt. Also das ist auch egal, ob ich die Four Kings zuerst mache oder zuletzt mache. Genau. Aber Okay. ich weiß, was passiert. Ja, das ist mir wieder eingefallen. Da kommt nämlich, glaube ich, der Bruder von Framp, dem du das geben kannst. Und dann. Sieht ja genauso hübsch aus. Okay, gut. Gut. Genau, das war das. Aber wer war jetzt nochmal der vierte Fürst? Die Motte war das nicht? Sif war das nicht? Absolut keine Ahnung. Nein, sein Bruder ist hübscher. Was? Ach, echt? Okay. So. Tschüss. Ja, ist mir egal. Fällt's mir nachher eh im Rücken, das weiß ich doch. Ich schließe hier schon mal auf. Es ist nicht der Ziegendämon, es ist nicht der Taurus-Dämon und es sind auch nicht die Gargoyles. Das sind einfach nur die Es ersten ist ein Gegner. Ich war das. Dam-Dam-Dam-Dam. Oh, Bergi war's. Dam-Dam-Dam. Ich hab ihn Tja. zum ersten Mal in meinem Leben besiegt, ohne dass er mir Schaden zugefügt hat hier. Wen? Den Guy hier. Ach so. Das habe ich ja noch nie geschafft. Sorry, muss das sein. Artorias? Es ist auch nicht der. Smaug und Ah! Ornstein? Nein, Nee. auch nicht. Ist es Kelak? Ist Kelak die erste Fürstenseele? Nee, wir hatten Seth als erste Nee. Fürstenseele geholt, oder? Stimmt, okay. Nee, dann ist es nicht Kelak. Kelak ist Glockenwächterin gewesen. Ja. Okay. Ich krieg das noch zusammen, ganz bestimmt. Sag mal, komme ich eigentlich jetzt hier Ornstein hinten ist auch lang? keine Fürstin. Man muss probieren. Ist verschlossen. Warum geht das Na, nicht gut, du auf? nicht. Du hast einen anderen Schlüssel. Ich habe den coolsten Schlüssel aller Zeiten. Der Nicht, wenn er alles rasch ist. öffnet. Und der öffnet die Tür nicht. Aha. Der öffnet die nicht. So, ich muss sie einfach mal Alter, ich getötet bin. haben. Ich versuche, alle Gebiete abzugehen. Ach du heilige Scheiße. Wo war ich noch nicht? Ist ins Castle? Nee, der Golem war ja auch kein First. Schiller ist auch kein Fürst. Ich kann erst außerhalb hier leveln. Mal auf dem Weg hier. Nito! Oh, ich habe Nito vergessen. Ah, stimmt. Da war ja Oh, was. das war sogar richtig mies. Aber ich finde, Bergi hätte bestimmt auch einen guten Fürsten abgegeben. Was? Achso, Chaos? warte mal. Achso, Izzalit, natürlich. Hier haben wir doch Chaos auf gekämpft. Ich bin Izzalit. gerade so verpeilt. So, und das Gestompel ist von dem einen Dämon, der da unten drunter noch ist. Also es gibt vier Ja, Könige, danke Bergi, ich hab's auch Kravis gerade. Fürst, Nito, Seth, Kassius von Iselis. Ja. Ja, ich hab Ja. Nito vergessen, tut mir leid. So ein. Ach, und hallo, Dead Inoros. Schön, dass es dich auch noch gibt. Ach ja. Da hinten. Haben wir's bald, Anni? Ich will noch. Ich kann gar nicht. Och Mano, ich würde mich mal wie ein Vogel fühlen. Ich würde mich da voll gerne einfach reinsetzen. Nee, da kannst du was anderes machen. In dem Nest. Kann ich Wenn denn noch du. machen? Haben wir Soft and Silk? Soft and Also ich habe jetzt Silver. nichts. Oh, meine Mutter klopft. Na toll, das ist nicht die Antwort. Was, es waren fünf Fürsten? Ja, Gwyn ist auch noch ein Fürst. Ja, er ist halt Also der der, Aschefürst. stimmt, der ist der dickste Fürst. Bakarak, ich kann hier runterspringen eigentlich. Könnte ich. Ich mach's mal nicht. Man kann ja jederzeit hierher zurückkommen. So ist es nicht. Ja. Waren das die Prismasteine? Nee, das sind. Nee, das ist was anderes. Entschuldigung. Hier ist auch nichts weiter. Bakarak, wo ist mein Vogel? Waren das die Goldmünzen? Nee. Ach, verdammt, was liegt mir denn nochmal mit dem kleinen Tierchen hin?
Ich nicht mehr. Konflikt mit Auserwählt. Katniss. Auserwählt, verbrannt zu werden. Ist das nicht toll? To leave the Alles für Emmerdale nichts. Asylum in pilgrimage. Ich meine dann wirklich einfach To so learn reingefasst, the auf einmal ancient so, ruins. blöd, ich brenne. Dann bin ich verbrannt. Dann bin ich hier wieder aufgewacht. Also so ein enttäuschtes Ende hatte ich bisher auch noch nicht, eigentlich schon lange nicht mehr gesehen. Um ehrlich zu sein. Eigentlich ist das ein voll toll. Eigentlich ist es voll toll, aber eigentlich ist es auch so. Feuer. Ende. Ja, ich weiß, dass ich die nicht habe. Die will sanfte Steine. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Hübsche Steine. Buja Kacha. In Lothran. Steige auf und entfache Leuchtfeuer. Sind die eigentlich noch. Holy moly, noch entfacht hier? Wow, ein kleiner Elefant. Oh, die Bohrmaschine ist das. Ich mute mich mal eben, ne? Nee, alles gut. Aber schade, dass ich da das Item-Gedöns nicht habe. Ich glaube, das hieß sanfter Stein. Da kann man das doch reinlegen bei. Oh Gott! Wie hieß die kleine Rabe nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Kleine Itemkrabbelei. So, ich muss eigentlich nur den Taurus-Demon machen, deswegen ich ignoriere jetzt auch mal den Typen, der da sitzt. Euch Ja. Kollegen mache ich mal noch. Ich warte hier. Zur Ewigkeit. Vielleicht wage ich mich mal an den. Ich kann das nicht Ist liegen nicht lassen, schlimm. es geht nicht. Die Sucht ist zu stark. Ja. Da. Die Gefahr eigentlich auch. Mehrere Items. Schmeißt du denn hin? Also du musst echt noch Aber mal wie hier heißt der den Rabe nochmal? Wurfkurs. Ich habe vergessen, wie der Rabe heißt. Ist echt nicht cool. Ach ja. Nee, aber es war eigentlich ganz schön. Ich meine, die Musik vor allem alleine. Also ich glaube, das einfach nochmal als Soundtrack runterladen. Einfach so. Würde ich denen auch nochmal irgendwie Geld ins Gesicht werfen für. Ich kann es dir geben. Nee, ich kann ja auch einfach auf. Ich stelle jetzt halt. Meine Wörter fallen mir wieder aus dem Mund. Ich schätze mal, dass die Snuggly. auf. Ah. Snuggly? Ich So heißt schätze der mal. Rabe. Okay. Das ist echt müde, der Name für einen Rabe. Also man kann ja auch nicht alle Raben Koraxen nennen, ich weiß, aber. Man könnte es versuchen. Ja, nein, ignoriere den einfach. Nur mal schön safe hier durchgehen. Also, mein Fokus ist halt wieder unbeschreibbar schön. Aber ist das nicht immer schön, hier so die Anfänge, wie alles vertraut ist? So viel Nebel. Jetzt lande hier, du blöder Saftsack. Na! Oh, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Was wolltest du denn schreiben? Lande nicht hier, bitte lande nicht hier. Was? Tauschliste? Eve hat schon Hä? wieder die Drachen dazu eingeladen, sich bei mir niederzulassen hier. So, Das ist Snackety runter. Snack Snack. Auf hier. Und Ach schönes so, ja, Holzschild. Link. Ich glaube, du kannst, darfst keine Links posten. Dog. Ich glaube, den halben Weg habe ich sogar schon hier. Jetzt sind sie alle wieder da. Toll gemacht, ne? Komm ich nicht ran. Muss man den Feuer anpoken oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, man muss den Feuer anpoken. So, da ist der dritte. Der kam auch gerade rein.
Achso, du meinst hier oben, wenn der da vorne sitzt, bis man mit ihm redet. Was? Mit Huh? dem Raben oder was? Oh, tot. Er war unten, während ich im Item war, Item-Menü war. Danke. Oh, den Drachen. Okay. Aber es ist ja doch genau der gleiche, wo du meintest, los, lande hier. Und dann ist er bei mir auf der Brücke gelandet. Ach so, ja, oh. Ach so, meinst du das? Au, au, au. Oh, die sind manchmal echt so brutal hier. Die drei Geier hier. Ja, ich wollte ihn einfach nur machen, damit ich halt nicht dumm durch die Gegend stehe. Wie immer. Goldharz. So, mal gucken, ob ich das hier irgendwie ganz cool hinkriege. Ach, schade. Nee. Das ist ja mal richtig ungünstig, so zu stehen. Und ja, Schön, er weil da du so im schön Hintergrund noch geradet hast. wegfliegt. Ich glaube, dein Blitzring ist sogar noch recht gut gegen den Taurus Team. Blitzring. Nee, dein Blitzstab meine ich. Okay, Blitzschwärme. Ah, Gott. Blöder Fatzke. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt der Silberritterspeer so viel schlechter ist. Nee, ich glaube, der Tower ist halt Blitzschaden. Also, glaube ich zumindest. So hieß es auf jeden Fall. Hui, hui. Oh Gott, ey, die Katze tritt ja auch gerade frei, genau wie ich. Annie ist jetzt in New Game Plus und die daddelt da jetzt, also versucht da jetzt hierher zu kommen, wo ich stehe. Und ich bin halt kurz vorm Ende, müsste nur noch Gewinn machen. Aber ich habe keinen Bock, den alleine zu machen und deswegen warte ich, bis Annie soweit mit Kurze dem Spiel ist, dass sie Frage. mir. Ja. Soll ich jetzt über den Blitzbär nehmen oder nicht? Ja. Okay. Bin mir da echt nicht sicher. Ich hab doch gesagt, er hat Schaden gegen Blitz. Für Blitz. Okay. Gut. Achso, ja, und ich müsste halt noch Gewinn machen, habe aber keinen Bock, den alleine zu machen. Deswegen warte ich auf Annie. Natürlich, wir werden jetzt nicht in einer halben Stunde das Spiel durchquatschen. Aber wir wollen halt noch ein bisschen zusammen datteln und euch zeigen, wie es New Game Plus ist. Asozial schwierig. Danke. Also die kleinen Skelette gehen wunderbar, hervorragend, One-Hit-mäßig vorbei. Ach Mann, ach, Stimme, komm, lass mich hier Noch. durch. Noch. Noch. Die Betonung liegt auf Aber noch. das Problem war ja auch, als man das erste Mal angefangen hatte, hat es dann wirklich eine Weile gedauert, bis man eine Waffe hatte, die so schön viel Schaden ausgeteilt hatte für einen Insta-Kill. So, wo ist er denn? Man muss weiter vorlaufen. Ich will nicht. Ich hätte vielleicht vorher rennen Wie gesagt, sollen. der ist. Wie gesagt, der ist nicht ohne. Sag ich dir jetzt schon. Schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Doch, schaffe ich. Hü. Mal gucken, wie viel du abziehst. Nö, alles gut. One hit tilt. Nein. Leider nicht, Werfer. aber der macht mich gleich töt hier. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mich auf jeden Fall hier gleich runterschubst, ne? Das traue ich ihm ja durchweg zu. Durchaus zu. Nee, Ja. alles gut, Fire Davy. Alles gut. Es ist auch nicht notwendig, so kann ich jetzt sagen, okay, ich kann Anni, also ich habe vollen Zugang auf die komplette Map und das ist toll. Das will ich jetzt halt nicht schon wieder kaputt machen, indem ich Gewinn jetzt mache. Totte! Ne, Anni? Taurus Demon First Try! War gar nicht so So, schlimm. jetzt geht bitte in den ersten Part, wo Anni mal beim Taurus Demon war und guckt euch an, wie lange sie dafür gebraucht hat. Also mindestens 7, 8 Versuche bestimmt. Und wenn ihr dann richtig krasser seid, geht ihr auch noch in letztes Jahr, wo ich das alleine gemacht habe und für alles erste Mal davor stand und gezittert habe. Da habe ich es ja aber Wo sie auch noch. wirklich First Try gemacht hat, also ihren richtigen First Try. Ja, dann nicht getried, ne?
Also getweilt, ja, immer und immer wieder, aber nicht geschafft. So, und das war ja aber auch noch auf über einen PC damals. Natürlich nicht so hübsch wie hier heute. Und noch dazu gestellt, nicht die Remastered Edition, sondern die Original. Da steht er, mein Held. Ach, warte mal. Ach, ja, das ist er. Warte mal, ich stelle mich einfach neben ihn. Komm, guck mal, wir sind Brüder. Wie Brüder, oder? Voll toll. Hättest doch dann seine Rüstung anziehen müssen. Hab ich ja auch mittlerweile. Diesmal rette ich ihn aber auf jeden Fall in meinem Durchlauf Ja. hier. Mal hier. Er hat so eine sympathische Lache. Da ist er noch voll Optimismus. Ich werde hier bleiben und in die Sonne blicken. Zisch, aller Augapfel weg. Hä, was? Nein. Annie spielt Dark Souls Remastered? Ich spiele wirklich nicht Bloodborne. Das ist nur ein Outfit, was ich mir von Chester geholt habe. Ach so. Wenn du deswegen jetzt Nee. gerade glaubst, hier Bloodborne zu sehen. Lol, den Typ kenne ich. Sehr schön. Das ist auch der beste von allen. Das ist der Ja. Sun Pro. Das ist der Lieblingscharakter von allen und alle lieben diese Pose. Ja, das Praise ist the Sun. der mit dem Eimer auf dem Kopf, genau. Wurde jetzt NPC im WoW verarscht? Echt? Gibt's nicht noch? Also ich finde, hier, wie hieß sie? Ich komme nicht auf ihren Namen. Es gibt doch eine mit einem Sack auf dem Kopf. Die hat dann Mildred. Mildred ist das. Die hat nicht viel an Oh. und die hat einen Sack auf dem Kopf. Die sieht auch echt nicht schlecht aus. Weil sie nicht viel anhat, ne? Und ja. Und sie hatte Nee. dann Nee. na Nein, nein, hier nein. das Messer hatte sie hier dieses schöne schlechte Messer. Jo. Blödes Vieh. Ja. Ah. Nicht viel an und Sack auf dem Kopf. Genau mein Typ. Du meinst erstmal Hallo Hoken 91. Du meinst bestimmt die Silberritterrüstung und die bekommt man tatsächlich woanders. Also die musst du nicht farmen, Wo? sondern du meinst hier Silberritterhelm. Da. Den hier wahrscheinlich. Die Rüstung bekommt man. Ich weiß aber leider nicht mehr wo. Es tut mir leid, ich habe die irgendwann mal aufgesammelt. Können dir bestimmt irgendwelche anderen Leute hier aus dem Chat noch sagen. Genau. Einfach mal nicht Silberritter. Oh, jetzt Okay. hab ich nicht aufgepasst. Auch gut. Bei anderen Leuten im Chat liest, ne? Selber schuld. Ah, da steht. Ich dachte, der wäre hergekommen. Oder meinst du eventuell sogar die Rüstung der schwarzen Ritter? Die hier, die bekommst du im letzten Gebiet. Sollte man nicht bekommen? Hä? Meine Chance vertan gerade. Oder ich weiß nicht, welche Ritter du meinst in Anno Londo. Weil Müssen wir dann bitte gibt's ja nochmal noch von die vorn großen Ritter. anfangen? Ach so, Darkwraith. Ach, ist es nicht das, was Gate da, Oh Gott. Du! Ratte von hinten. Unangenehm. Menschlichkeit. Ah, Snuggly Tauschliste. Danke, Gate. Aber Oh, gute hört sich Nachricht gut an, übrigens, Zwecks. Annie. Übrigens, hört sich Hab ich gut hier an, nicht. wirklich. Und sorry, Leute, mir geht's nicht so gut. Und bin morgen hoffentlich wieder dabei. Und Anni, Achso. habe mir ein paar Namen aufgeschrieben. Drücke dann später wieder ein paar Knöpfe. Oh mein Gott. Bergi, du bist echt der Beste. Also, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und vor allem gute Besserung. Ich weiß ja, dir geht's nicht so gut. Aber vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Für die ganzen Subs, die du heute rausgeknallt hast. Ey, du hast dir ein Krönchen verdient. Wirklich. Krönchen. Ruinen von Londo.
von den Samurai-Viechern. Und danke fürs Zuschauen, Baggy. Danke für den Sub nochmal. Bis zum nächsten Mal. Mühe. Nichts liegen lassen. Ja, ich würde Eve jetzt gerne eigentlich schon rufen. Wie sieht's aus? Achso, ja, mein Zeichen lügt. Ach, muss mich doch umziehen. Ist die Frage, wo? Nicht da, wo du bist. Ich bin beim Tunneleingang, wo du hochkommen bist. Ich nehme mir schon mal die Kleinen vor. Guck mal hier, wie sie sich vortasten. Als ob sie gerade erst in der Akademie aufgenommen worden. Ich jetzt nicht wissen, ob sie angreifen sollen oder nicht, weil ja alle vor ihnen schon gestorben sind. Na gut. Ja, der Drache schreit. Warte mal, da. Warte mal, bin ich menschlich? Ich glaube, ich bin nicht menschlich. Ich gehe gleich nochmal mich menschlich machen. Wenn man die Menschlichkeit einsammelt und nichts damit anfängt, ne? Profis. Ja, bei welchen Parts sind wir? Ich werde das nie lernen. Wie viele Parts habe ich das jetzt schon mitgemacht? Nicht genug jedenfalls. Auf jeden Fall, ich glaube, so viel habe ich tatsächlich auch damals schon gemacht bei meinem eigenen Run. Bin nicht mehr ansatzweise so weit gekommen. Nochmal. Hier, ganz kurz. Ich wusste, ich wollte irgendwas da unten. Ich wusste es. Ich bin ja nicht umsonst irgendwie die Leiter runter, aber ich... Nö, ich bin einfach runter. Aha, und dieses Dark Brave, was ihr da im Chat gerade besprecht, das ist doch genau das, was Geld machen wollte, weswegen er so rumgestresst hatte wegen den Four Kings. Wo es eigentlich helfen sollte, aber da ja. Dark Wraith. Ich lese immer noch Dark Wraith. Ich will auch sowas Dark Wraith. Wenn das jeder haben will, dann will ich das auch haben. Ja, musst du aber halt mit den Run komplett durchgehen. Also. So weit gehen, dass du halt das Herrschergefäß hast und dann musst du hier die Four Kings machen. Okay. Und damit du das machen kannst, was halt Gate hat. Bäh. Ich hab Angst, dass ich mich hier selber runterschmeiße. Entschuldigung, Fehlinformation, du musst die Four Kings machen, bevor du das Herrschergefäß hast. Also wie jetzt? Was Herrschergefäß bekomme ich doch, nachdem ich meine Glocken geläutet habe, oder? Ja, das musst du halt davor machen. Okay. Also die Four Kings. Ja, das ist ja eigentlich nicht das Problem. Also ich würde eigentlich jetzt niemanden das Gebiet da unten als erstes empfehlen, aber ich glaube, man kann es schaffen. Wobei ich aber wieder gucken muss, also ich muss dann halt selber durchrennen, das Wasser wieder ablassen und dann werde ich mir auf jeden Fall jemanden rufen zum Helfen. Oh Gott, die Königin der Nacht ist gerade auferstanden. Also. Jetzt darf man das Herrschergefäß doch holen, aber man darf es halt nicht bei Framp abgeben, also bei dem ersten Penis. Ich glaube, der zweite wird auch gar nicht so ein Penisgesicht. Ich glaube, der zweite, wenn du meinst, der ist viel hübscher, dann ist er das bestimmt auch. Oh Leute, ihr verwirrt einen echt, ne? Aber sie sind sich einig dabei. Ja, man darf Framp das. Den Herrschergefühls nicht geben. So, jetzt daddeln wir hier alle im New Game Plus rum, was so viel Spaß macht. Sekunde, ich bin gleich bei euch. Ah. Da bimmelt schon einer. Ich will auch wieder klingeln. So, ich gehe erstmal nach oben. So stimmt, die sind ja jetzt nicht mehr so tot. Ich hab die mal einen schönen Rücken zudrehen lassen. First hit. So. First hit. Ja, das ist total schön hier im Anfangsgebiet. Ja. Schwein! Am meisten, wenn man das Schwein von hinten nehmen kann. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Hä? Du lebst noch. Na gut, ich sollte auch mein Speer vor allem wieder wechseln. Und da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht doch mit einem. Katana hat sich nicht gelohnt bisher. Liegt hier was? Warte, ich kann gucken. Ich will nur nicht springen und sterben. Ja, natürlich. Bitteschön.
Zum Schreien. Reiskeilerhelm. Schönes Den man Ding. wahrscheinlich auch schon 5000 Mal hat. Garantiert, why not? Not again. Zu viele Leichen im Weg. Dann rubbeln die hier auch noch so lustig runter. What? Rage Apple Version 7. Okay. Ein Invader hier in diesem Gebiet. Okay. Verstehe ich nicht, aber warum nicht? Geheimschlüssel. Ich habe echt keine Ahnung, wo der gerade sein soll. Ich gehe mal weiter nach oben. Komm mal lieber zurück. Ich komme wieder zurück. Also nicht, weil, Bist du denn jetzt hin? weil Wieder das zurück zum Kampfgebiet quasi? ja, hier hoch halt. Weil hier hast du eine schöne Rückenlage, so gesehen. Eine gute Lage ist eine gute Lage, ist eine gute Lage. Ach, komm her, komm ran auf den Also Meter. ich bin mir zwar sicher, dass er oben da irgendwo rumeiert. Aber Nein, noch besser. er hat sich geheilt. Böse. Da ist er. Willst du? Gegen so einen Apfel kämpfen? Oh, er verneigt sich. Danke. Wunderschön. Wir haben doch mal noch einen würdigen Gegner gefunden hier. Jetzt sogar ein Katana. Ja. Was zum? Der hat Blutverlust. Scheiße. Schwing, 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 schwing und du bist hin. Ist ja krass, ich will auch so ein Ja. Katana. Wow, Hast du nicht leck mal sogar hier nicht eins? so rum. Ja, das ist noch nicht so schön Ja. aufgewertet. Ja, und er tötet dich auch, natürlich. Der hat keine Ehre. Natürlich. Der wartet Viel gerade. Erfolg. Ah, da hat er nicht gerechnet, dass ich ihn zustiche. Aber wenn ich ihm weiter ausweiche, wird seine Taktik nicht aufgehen. Die da wäre. Sein Blutdings abklingen zu Ach so. lassen. Weil eigentlich müsste er so schnell wie möglich immer auf mich draufhauen, beziehungsweise mich hauen lassen, damit es halt ausgelöst wird. Soll ich mich wieder zustellen? Oh, ja, jetzt hat er es einfach. Ja, das meine ich jetzt. So hätte ich eigentlich ihn eingeschätzt. Ja, ich sehe deine Füße. Krass. Ja, ich bin ja gleich wieder da. Also machen wir halt nochmal schön den Anfang. Letzten Part rein. Weiß ja vermutlich nicht der letzte sein wird. Also früher oder später kommt irgendwann. Ich hab da mal was durchgespielt. Und dann könnt ihr euch mal freuen. Aber hey, Dark Souls gehört jetzt auch zu eins deiner durchgespielten Souls-Spiele. Okay, und Ich schreibe es Bloodborne. auch gleich auf meine Liste, was ich diesen Monat wieder geschafft habe hier. Auch weil ich das Fühlt sich schon. gut an, ne? Es ist irre, sagen zu können, ich habe es durchgespielt. Also, es ist noch nicht fertig, aber ich habe es durchgespielt. Ich glaube, es gibt auch Das Leute, die Problem, werden das da. Spiel fängt. Ja, das Problem ist, das Spiel fängt jetzt erst an. Ah. Für mich ist es durchgespielt. Ja, das reicht ja auch vollkommen. Wenn du das Gefühl hast, dass du es durchgespielt hast, dann ist es okay. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon alles gesehen. Was? Nee, hast du nicht. Alle Fails von allen NPCs hier. Du hast Kalamit noch nicht bekämpft. Also, du hast ihn zwar gesehen, aber nicht bekämpft. Noch nicht herausgefunden, wie kacke der sein kann. Gut, ich Das auch war nicht, aber. der große böse Rabe oder was das da war? Nee, Kalamit ist der Drache Ach aus so, stimmt. Ach so, Wenzelgebiet. ja genau, okay, der Drache. Stimmt, da sind wir gar nicht hingegangen. Wir waren gar nicht mehr im Drachental richtig unterwegs. Nee, das ist woanders. Nee, DLC. Ja, aber wir waren noch nicht im Drachental unterwegs. Apropos Ach so, Drachen ja, so. die Drachen will ich nicht machen. ja, da waren wir auch nicht richtig unterwegs, aber das ist ja nur das Stückchen vom Schandstadt.
Ich sehe es gerade. Es ist nur der Weg von der Schandstadt bis zum anderen Londoner Gebiet, wo das Tor halt zu ist. Das ist das einzige Bar, also das ist das kleine Stückchen Drachental. Okay. Da liegt halt auch noch eine Rüstung. Ich glaube, die Banditenrüstung war das. Mal kurz gucken. Banditenrüstung, genau, die lag darum. Sieht ziemlich kacke aus, meiner Meinung nach. Und ja. Ich glaube, ich lerne das übrigens mit dem menschlichen Mann dann im zweiten Teil. Bestimmt. Also ich weiß auch noch nicht, wann wir den machen, ob wir den noch dieses Jahr spielen oder nicht. Was denn? Den Daxel 2. Ach so, ja, du musst es halt erst haben, ne? Ja, aber wenn es gerade im Angebot ist, ich glaube 10 € kriege ich noch irgendwo mal herausgekitzelt. Das ist kein Problem, aber ich habe halt momentan Hey, einfach nein. kein Einkommen. Das Alles ist gut. meine Hauptsorge im Moment. Also Ja, das wird ich sich weiß. alles noch regeln. Das ist alles. Das regelt sich alles. Aber es ist trotzdem ein ungutes Gefühl, sich was. Also für mich ist es ein unschönes Gefühl, sich was borgen zu müssen. Es ist kein Problem für mich, aber es ist trotzdem unangenehm. Ich werde das auch zurückzahlen, alles, aber ach Mann. Die PlayStation-Version halt. Von PlayStation 4-Version und das ist halt die Scholar of First Edition. Ich glaube sogar Scholar of Fist Sun, oder? Und ja, Chris, mach's First Sun, gut. genau. Schlaf schön und bis morgen. Danke fürs Reinschalten, wie immer. Jupp, Ach, so. warte, jetzt kann ich ja, jetzt kann ich ja, jetzt kann ich ja, jetzt kann ich ja durch Bergi das da benutzen. Wir hätten eigentlich noch richtig schön einen Hype machen müssen damit. Einfach alleine Bergi zu ehren. Ja, definitiv. Achso, ich wollte hier gucken. Die leben Aber ja ja, jetzt es echt wäre gut. halt toll, wenn es halt die Scholar of the First Edition ist. Weil die habe ich auch auf Steam, die habe ich auch. Also. Kann man denn überhaupt plattformübergreifend das spielen? Nee, Nein, ne? leider Das geht nicht. nicht. Nein, nein. Ja, es ist immer noch im Angebot und das Angebot geht bis zum 6.9. Ja gut, dann reicht's, wenn ich es mir morgen nochmal hole. Natürlich sind beide Versionen gut, dagegen sage ich nichts. Nur bei der einen Version ist halt die ganzen DLC-Pakete mit dabei, die man nicht extra zahlen muss damit. Genau. Und die DLC hat man Was? bisher gemerkt, lohnt sich tatsächlich. Also hat Spaß gemacht, der DLC. War vor allem eine ordentliche Herausforderung nochmal. Und den zweiten Teil hatte ich tatsächlich noch ein Schlüsschen gemacht? Nein. Nee, Noch da? Cruelief ist noch da. Will. Hallo. Ich habe tatsächlich den zweiten Teil Da noch nicht ist sie. durchgespielt. Hallo. Und ja. Ich glaube, es wird auch nicht mehr irgendwas, das mit den zwei Leuten zu spielen, mit denen ich das halt angefangen hatte. Und ja, vielleicht dann wird es ja mit dir was. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das halt auch absolut null. Nada, niente. Weil hier Dark Souls hatte ich ja schon, ich sag mal, die ersten Leutchen schon bekämpft und so. Ja klar, sie kann As schreiben und zocken gleichzeitig. Kein Problem für sie. Natürlich. Ich habe fünf Hände. Wäre toll. Und 3 Gehirne. Das ist voll eklig. Ach ja. Also die Gargoyles könnten wir jetzt heute noch schaffen, auf jeden Fall. Wenn wir so weit kommen, ja. Ja. Willst du den machen? Ja. Ja. Ich laufe weiter. Ich mache ihn frontal. Verdammt. Ich wollte mal die Härte des New Game Plus spüren. Achso. Ich wollte halt hier eh hin wegen dem Schild einfach. Ich glaube, ich habe das eh, aber ist ja egal. Ja, du brauchst ja an sich nur noch so wenige Items einsammeln. Also du musst nicht mal alles einsammeln. Ich weiß aber halt echt nicht mehr, was wo Seele ist oder nicht. Das ist halt Das das war nicht Problem noch. schlimm. Deswegen lieber einfach alles einsammeln. Ich bin da so sammelgeil. Tschüss. Soll ich dich gleich wieder abholen? Yep. Ja, da kam er schnell von hinten, ne?
Nee, ich wurde von Oder warte dem mal, Sperrgeil. ich weiß, zu welchem Feuer du gleich gehen kannst. Kannst du gleich zu dem Schmied, vor dem ja. Schmied, genau. Gemeinde der Na Untoten ist gut. das. Ich denke doch, dass ich die drei hier noch schaffe. Also wenn nicht, dann tut's mir leid. Ja, Zappele, wir schaffen noch Smaug und Ornstein heute, natürlich. Hier um 9 ist schon wieder Schluss im Schacht, ne? Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwelche Glitches bei Dark Souls, wo man ganz schnell mal an einer anderen Stelle rausploppt? Gibt es ja häufig Glaube in nicht. so älteren Spielen, aber ich meine, gut, das ist Remastered, die haben es bestimmt behoben. Nee. Die ganzen Lagger sind noch unterwegs, also ich glaube, das haben die nicht behoben. Ich bin hier mal. Ab wann kann man sich Warum? nochmal teleportieren eigentlich? Mit dem Herrschergefäß. Okay, ja, doch, ich hätte mal ganz kurz aufleveln. Aber das Herrschergefäß darf ich ja haben, ne? Das habt ihr ja gesagt, das ist Ja, okay. du sollst halt nur nicht fremd geben. Genau. Und dann funktioniert das halt, glaube ich, nicht. Ganz kurz noch, wo hole ich mir das Herrschergefäß? Das wollte ich wissen. Genau diesen Spruch. Keine Ahnung. Warte mal, wo kam man? Nach Kelag? Das ist da irgendwie? Oder wenn man zweimal geklingelt hat, hat man das dann irgendwie bekommen und Nee, nee, musste das nee, dann nee, nee, nee. füllen? Anor-Londo, dass man es da bekommt? Ich glaube in Anor-Londo. Bekommt man das Gefäß an den Kopf geschmissen und dann kann man zu Fremd gehen. Aber dann funktioniert, hast du halt die Teleportation immer noch nicht, ne? Achso, erst wenn der das hat. Genau. Ich muss immer überall langlaufen. Wie so ein Anfänger. Das ist halt die Schwierigkeit daran, diesen Weg gehen zu wollen. Was habe ich denn davon? Also ich mache dann die vier Könige im Prinzip, ohne mich hinporten zu können. Okay, also ist er im Prinzip einfach nur von Feuer zu Feuer laufen. Das kriegt man schon hin. Naja, das ist halt vom Feuerbannschrein runterlaufen. Ja. Das ist das, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben. Ja, sicher. Also ist ja nichts anderes. Wo liegst du eigentlich rum? Jetzt bei der Treppe. Okay. Geht wieder instant schnell hier so. Man sucht sich, man findet sich, man spielt zusammen. Super, oder? Falsche Zeile. Falsche Zeile? Ey. Oh, schmeiß doch alles weg. Katzen, ey. Die müssen, haben auch keinen Respekt vorm Leben. Ach, echt? Also wenn man das Herrschergefäß in sein Inventar hat, dann funktioniert das. Teleportieren, okay. Ach Und ja, so. man bekommt so eine Londe von der Busenfrau. Busenfrau. Meine Lieblingsfrau. Ja, willst du mal mit rauskommen, bitte? Digga? Bist du mein Hallo. Lieblingsdigger? Komm. Kann man den eigentlich backsteppen? Weiß ich nicht. Nee. Ich kann hier einfach so steppen. Das ist kein Problem. Es ist ja trotzdem nach wie vor so relativ Anfangsgebiet, also. Ja, es ist noch angenehm. Feuerhüterseele. Aber das ist auch ganz gut. Dann kann ich die ja auch noch upgraden, einfach weiter. Die sind ja noch auf Level 4 bei mir gerade. Die Flakons. Sehr schönes Ding. Ja, da liegt er schon. Ab. Kleine Scherbe. Wichtige Scherbe. Sonst muss man die kaufen. Vorsicht. Der Dicke. Wir machen Abstandskämpfen heute. Wir kämpfen dann später. Ja, jetzt sind die hier nämlich gebufft. Das ist nämlich das Fiese, was er damit macht. Ja, aber er ist tot. Willst du ihn auch nochmal befreien, oder? Nee, der kann da halt Wollen wir ihn verschmoren. versauen lassen? Der Okay. versauert in der Zelle. Da sitzt nämlich doch ein Bösewicht. Der tötet nämlich nachher die Feuerhüterin. Oh, ich will das. Ah, nein, nee, kannst nicht liegen lassen. Ich habe noch dran gedacht, ob ich nochmal hingehe. Ich so, nee, alles. Doofes Internet. War das bei mir weg oder ist es bei dir weg? Bei dir? Nein, ich meinte Zappele. Weil er meinte, Internet ist weg. Bei dir? Also nicht bei Eve, sondern bei dir? Hm. So. Gargoyles! Wenn wir die jetzt noch hinkriegen, auf Anhieb, ja. Dezent Achso, bei dir erfolgreich. ist das Internet weg. Okay.
Weil auf mich wartet noch ein Schnitzel unten. Ich möchte gerne pünktlich Schluss machen. Ja, ne, wir können es einmal versuchen, machen einfach jetzt schon Feierabend dann. Ja. Schon was dann für Donnerstag geplant? Tja. Oder wie wollen wir jetzt Donnerstag einplanen? Tja, ich hab, das muss ich mir einfach noch überlegen. Ich muss mir jetzt wirklich überlegen, was ich jetzt noch alles streamen möchte. Ich weiß ja, dass es bei mir ab Oktober wieder ein bisschen enger wird. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne jetzt September noch schön ordentlich durchziehen. Und suche mir mal noch ein paar Projekte aus, ob wir noch irgendwas machen, vor allem zusammen. Ach, Vielleicht auch kannst du auch einfach bei alleine machen, Steam. das ist nicht schlimm. Ja, oder alleine. Ja, was du halt möchtest. Also, natürlich, wenn du ein Multiplayer-Spiel hast, wo ich mitzocken kann, wo ich das Spiel eventuell auch schon habe, dann gerne, bin ich dabei. Aber ansonsten. Ich bin zu jung, um einfach runterzufallen. Ja, falsch. So. Aua. Huch, die ziehen aber. Oh Gott, hier ist voll das fette Fliegenvieh, deswegen sind die Du. Katzen gerade so gehypt. So. Einer weg. Das ist doch der, der immer Aua. Feuer spuckt, oder nicht? Es spucken beide Feuer. Oh, die Katzen jagen wieder gemeinsam. Die sind immer so süß, wenn die das machen. First try. Yay. Und die Hellebarde Bitteschön. auch noch. Ne? Ich geh mal klingeln. Ja, mach das mal. Das fühlt sich irgendwie gut an. Ne, das ist. Wir haben wirklich was Destiny geschafft gab's schon heute. seit letzter Woche. Ja. Ne, so als Vormerkt. Weil das, Aber. die mit so einem Extra zu tun hatte, was dann noch dazu kam. Ja, und nein, Destiny gibt's bei mir nicht. Ich Ich lehne weiß auch mich gerade ab. ehrlich nicht, ist Destiny 2 nicht auch also muss bezahlt werden monatlich? Oder war das nur im ersten Spiel so? Keinem Spiel von den beiden? Nicht? Nein. Du musst halt deine Online-Mitgliedschaft immer wieder Ja erneuern und gut, dann das, halt aber ja. das hat Ich nichts mit dem Spiel an sich glaub zu gerade, tun. das ist halt so, wie dieses Final Fantasy Online war. Da muss man halt auch immer monatlich ordentlich Nee, hinlegen. nee, 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 das war nicht Destiny. Destiny ist Okay. kostenlos. Also, ich hab Destiny hier rumliegen, interessanterweise. Idiot. Und Oh. und ja, nee, nö. Für Destiny musst du nicht bezahlen. Ach so, Welches okay. Spiel muss man also? Ich Ich war mir hab gerade nicht kein sicher. Abo-Spiel. Okay. Ich habe halt das erste damals, also Destiny 1 damals ein bisschen Beta gezockt, war okay, aber war jetzt auch nicht Lebenselixier wichtig, ne? Ja, ne. Man muss es nicht unbedingt haben. Sagen wir es mal so. Also man kann es mal probieren. Ich glaube, es gibt Tja. sogar eine kostenfreie Trial dafür, aber nein. Macht's. Sagt die Also. Destiny, also nee, also Eve auf gar keinen Fall. Konnte man ja gerade Also, raushören. es ist ein Ego-Shooter. Ich bin so massig schlecht in Ego-Shooter-Spielen, weswegen ich auch Far Cry nicht spielen kann. Also, Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich finde halt auch Shooter auf der Festplatte, also auf der Festplatte, auf der PlayStation auf der echt Konsole. unangenehm. Auf der Konsole, genau, das geht für mich echt nicht. Destiny ist cool, aber also es ist okay. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Also nicht für mich. Ich Ja. glaube, also ich werde es, vielleicht werde ich nochmal das zweite nochmal ein bisschen anspielen, einfach um zu sehen, wie es so ist. Aber ich werde es, glaube ich, nicht streamen. Das lohnt sich, denke ich, nicht. Da werde ich nicht lang genug spielen. Nope, nope, Ja. nope. Der. Wohin muss ich jetzt eigentlich wieder? Oh, Destiny 2 gibt's auch für den PC. Sonst wird's trotzdem nicht bei uns geben. Nee. So, jetzt habe ich oben geklingelt. Jetzt könnte ich eigentlich die Four Kings machen, ne? Ne? Oder? Was will wie jetzt? Sitze da, Geruchen. Oder soll ich nach Anno Londo? Mir gerade Forsaken geholt. Mal gucken. Forsaken war das mit den. War das mit den Rittern oder sowas? Forsaken ist der DLC zu Destiny 2. Okay, gut. Nee, dann war es was anderes. Wo eigentlich voll der fette Trailer war, also wo halt einfach einer der beliebtesten Charaktere abgemeuchelt wurde, wo man sich denkt, was? Aber, also aus Oh. Destiny ein Charakter. Ja. Und man sich dachte, was? Was? Und ja. Ja, sieht ja aus wie Ify, der hier gerade so rumstand. Das bin Also, ich. ja, natürlich. Hast mein Schatten gesehen. Ist ja nice. Da freut sie sich. Ja. Warte, wie war das? Ich glaube, man konnte aufleveln bis 50. Und wie war das dann? Wie ging das dann weiter? Dann levelt das halt nicht mehr so
Also es hat dann keine wirkliche Auswirkung mehr. Du kannst weiter leveln, das ist nicht das Thema, aber du siehst halt, dass die blauen Zahlen sich eventuell kaum noch verändern. Jetzt schon gefühlt keinen Unterschied mehr. Ja, deswegen ja, also es ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich 50 oder 40 war, das ist mir nicht mehr geläufig. Ja. Nee, aber das heißt, ich muss eigentlich so schnell wie möglich zu nach Anor Londo. Das heißt, das ist der Weg da durch. Das heißt, es ist jetzt, ich muss die zweite Glocke lümmeln. Nach Neu-Londo zu kommen, brauchst du nur beim Feuerbandschrein runterzugehen, ne? Ja, Und ich weiß. du musst Ich rede nicht gerade das von Anor Londo. Herrschergefäß. Ja, aber du musst nicht das Herrschergefäß haben, um da hinzugehen. Also. Okay. Nee, Quatsch, doch, du musst das Herrschergefäß. Musst das Gefäß haben. Ja, doch, dann müssen wir das machen. Ja. Ja, du! Haha! Ich muss das machen, ja. Ach, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einfach schon mal Feierabend machen? Ja, ich helfe dir so gut ich kann, sofern ich auch Zeit habe, dann rocken wir das auch. Ohne Publikum. Ja, und wenn dann irgendwie neue Szenen ist, dann schmeiße ich schnell den Stream an. Keine Sorge, ich nehme das noch mit auf. Was bist du von mir? Softcap, Olle! Hardcap? Olle! Halt Hast den du die Mund! etwa angegriffen? Nein, die greift mich an! Ah, vielleicht weil du. Ah, nee, hast du ja nicht besiegt. Hast du. Vielleicht weil du niedergekniet bist und den Eid jetzt hast? Diesen Finstermond-Eid? Nein, Finsterkling? sie ist ja eine Sonnenwache. Ja, deswegen. Und du bist Finstermond, Eigentlich nicht, ich bin Dings, reingegangen oder? des Sonnenlichts. Aber Oh. dadurch, dass man Zeit gemacht hat. Aber ihr Schwert oder Speer ist echt geil. Das leuchtet voll hübsch. Ja, töte sie, dann kriegst du es. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Jetzt bin ich getriggert. Ganz einfach töten, ne? So, und ich müsste eigentlich hier. Ja, Komme ich da Softcap durch? 40, Hardcap 50, genau. Also mit 40 machst du noch ein bisschen und dann hört's auf. Ach Gott, wir töten uns ja einfach gegenseitig, das blöde Vieh und ich. Aber wie? Diese Frau ist eine Gefahr. Welche Frau? Meister, Wendelin. Ach, Quatsch. Das war. Hä, ich bin verwirrt. Feuertasse. Ich bin verwirrt. Oh, toll. Was denn? Keine. F Ja, Oh, bei ich Kaelle kann nie wieder. Feuerhüterin, ja? Ich kann nie wieder nach Anor Londo gehen. Hallo? Warte mal, Super. hat hier nicht noch einer gewohnt? Nee, der kam da draußen. Hellebarde. Nein, ich bin doch, ich hab Guinevere nicht angegriffen. Ich hab nur Wendelin angegriffen unten drin. Aber auch nur angegriffen, nicht getötet. Aber du, ich denke, es liegt daran, dass du halt niedergekniet bist und vielleicht einfach den Eid Ja, weil angenommen ich, hast. ja, weil ich ja jetzt, ich bin Wache der Sonne und ich bin auch Wache, der Finsternis, What? also. Holy Guacamole. Was ist denn los? Wie viel Schaden der mir Uah! einfach mal gehauen hat. Ja, New Game Plus. Willkommen. Und der trinkt auch erstmal noch ordentlichen Schluck. Okay. Wow. Ach so, jetzt bin ich. Ich spiele sowieso nicht PvP, außer die Leute kommen jetzt und töten mich. Mein Leben, es zieht an mir vorbei. Ich will mich eigentlich nur bis zum nächsten Feuer setzen. Mehr habe ich gar nicht vor. Ach so, du willst zu André runter oder was? Nee, André ist ja da hinten. Ich will zurück. Ich will ja nach unten die nächste Glocke läuten. Aber hey, ich habe eine neue, ich habe eine Feuerhüterseele. Yay. Und ein fucking Weg zum nächsten Feuer, Leute. Scheiße, das Ding ist runtergedreht. Wo ist der Hebel hier? Ich glaube, da oben gibt es keinen Hebel. Doch, hier gibt's einen Hebel. Hier muss es einen Hebel geben. Wo waren denn nochmal? War der nicht hier unten Mist, ich irgendwo? bin zu laut gewesen. Jetzt läuft der hier wie so eine Oma durch die Gegend. Oh Mann, ey. Warum ist Ignos voll Hebel? Tja, Eve. Tja. Aber kannst du dich nicht zum Finstermond krab? Also, ja, gut, generell kann man sich da ja hinporten, ne?
generell. Ja, das Problem ist aber, wie du jetzt eventuell meinen Stream auf einmal sehen wirst. Ich hätte jetzt wirklich vorgeschlagen, dass du durch Sands Castle zurückgegangen wärst, aber gut. Pff, das ist Wahnsinn. Na, Ach, wieso? Du wisst ihr kannst was, ja den Leute? Shortcut nehmen. Ich hoffe, Oder da funktioniert was Homebone? anderes. Homebone. Genau. Homebone. 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 Heimkehrknochen. Mal gucken, wo ich ankomme. Humbug, ne? Weil ich hab. Also eigentlich ist es ja das letzte Feuer, ne? Ja, mal gucken, ob ich bei André ankomme. Oder bei, in, oh, bei André. Oh Gott sei Dank. Tja. Ach Mensch, Leute, ich bedanke mich einfach ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Bei Bergi, auch wenn er nicht da ist. Er hat heute mindestens, wir waren, ich glaube, 5 Subs rausgehauen. Ohne Mist jetzt. Ich Glaube glaube, auch. super. Over the top. Ja. Einfach geil. Das war das Ende von Dark Souls. Es kommt noch an irgendwann demnächst mal spontan Streams, wenn ich an irgendeiner Stelle bin, die mir neu erscheint, dann mache ich die spontan mit an. Denke ich doch. Und ja, bis dahin, ich überlege mir, was wir noch so machen. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Vorschläge, was man machen könnte, was ihr gerne sehen wollen würdet. Und bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Ja, und wenn bei mir auch mal das Ende ansteht, dann ich ja irgendwann mal, keine Ahnung. Und ansonsten schließe ich mich Anni an und bis Freitag? Nee, Quatsch, bis Samstag. Stimmt. Ja, Also bei mir bis Donnerstag. morgen, ne? Bis Samstag mit ja, Horizon Zero Dawn und dem DLC Frozen Wilds. Tschüdelü!